KinoCast. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Ja, herzlich willkommen zum allerneuesten Fortsetzung folgt Podcast. Heute mal in etwas ausgedünnter Runde. Heute sind nur mal die reinen Freaks hier für euch da. Meine Wenigkeit, der Erik und... Und die Annemarie, hallo. Und die Annemarie, jawohl. Die anderen beiden Jungs, die haben sich, glaube ich, nicht so die Nacht um die Ohren geschlagen. Aber wir haben das natürlich getan. Wir sind da ein bisschen etwas verrückter. Allerdings nicht gemeinsam, wie es jetzt vielleicht klingen könnte, sondern... Warum gibst du das zu Erik? Jeder für sich. Nein, wir können ja nicht solche Gerüchte streuen. Nein, oh ja, du bist ja... Kursieren hier genug Gerüchte. Erzähl, über wen? Dazu kommen wir später. Okay. Also, es ging natürlich, oder es geht um die Golden Globes 2011. Und hier und nur hier bekommt ihr das komplette Paket Golden Globes. Ihr habt vielleicht schon in meinem anderen Podcast am Montag ein bisschen was gehört über die Filmkategorien und so ein paar Highlights. Aber hier gibt's das volle Paket. Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal so ganz allgemein ein. Host dieses Jahr war ja wieder mal Ricky Gervais. Wie fandst du den, Annemarie? Ich fand ihn sehr cool. Richtig böse, richtig. Also der hat diesen doch eher Lahmhaufen auf Trab gehalten und irgendwann war er plötzlich weg und kam nur noch vereinzelt wieder. Da hat man dann schon gemerkt, okay, die wollen den Englisch nicht mehr auf der Bühne sehen. Also ich habe sehr viel gelacht. Gerade die Eröffnungsrede hat mir gut gefallen. Nee, das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, hier mit auf der Bühne sehen oder so, weil du hast letztes Jahr nicht geschaut, oder? Doch, klar. Weil letztes Jahr hat er ja auch schon gemacht. Das war eigentlich dann ganz genauso. Also er war auch am Anfang da auch sehr, sehr, sehr viele Spitzen gebracht und viele gute Bemerkungen, wo man sich halt weggeschmissen hat, wo man sich gefragt hat, uiuiui, die Leute, die da im Publikum sitzen, die er jetzt gerade so aufs Korn genommen hat, ja, wie reagieren die da? Und ach, ich fand es absolut großartig. Also von mir aus kann der das dauerhaft machen. Also das ist, der passt so wie die Faust aufs Auge dorthin. Und letztes Jahr hat er ja ständig ein Glas Bier getrunken und so und ist dann auch immer lustiger geworden. Und letztes Jahr war ja auch schon das mit Steve Carell. Das haben sie diesmal auch wieder fortgesetzt. Also ich finde und fand den großartig. Jo, also auf jeden Fall. Nächstes Jahr will er wohl, also entweder will er nicht mehr machen, aber... Ob die Foreign Press den da noch will, glaube ich auch nicht, aber ist wohl schon für nächstes Jahr dann nicht mehr. Hat gemeint, zweimal reicht. Ah, okay, schade. Ich habe mich gerade ein bisschen gefreut. Ich dachte, ja, vielleicht, okay, Entschuldigung. Vielleicht geht da noch was, aber das ist so, seid ihr gewohnt, bei Fortsetzung folgt. Ja, es fand wieder im Hilton Hotel in Beverly Hills statt und falls ihr die Golden Globes noch nie gesehen habt oder immer nur diese Zusammenfassung, die dann abends im Fernsehen eurer Wahl kommt, es ist ein bisschen anders als bei den Oscars. Bei den Oscars ist es mehr wie so ein großes Kino oder wie ein großes Theater mit solchen Reihen. Während im Beverly Hills Hilton ist es mehr wie ein großer Ballsaal, in dem Tische stehen. Dort gibt es auch zu essen, zu trinken. Und es ist manchmal für die Gewinner ziemlich schwierig, den Weg zur Bühne überhaupt zu finden. Denn bei den Oscars ist es halt so, ist in der Mitte halt so ein roter Teppich, so ein Gang, wie halt im Kino meistens auch. Also man sieht genau, wo man hin muss, wenn man nach vorne will. Und das ist halt hier nicht. Also die müssen sich da irgendwo durchschlängeln und die Leute haben ihre Sitze zurückgeschoben und bekommen teilweise gar nicht mit, dass jemand auf die Bühne will. Und ja, es hat eine sehr, sehr lockere, familiäre Atmosphäre. Und was ich halt das besonders Schöne finde, im Gegensatz zu den Oscars, dass hier auch sehr viele oder die Serienstars eigentlich auch alle mit da sind. Das finde ich eigentlich schön. Ja, genau. Also ich stehe ja sowieso auf Preisverleihung. Die Emmys mag ich, da gibt es ja nur Fernsehen und Serien. Dann die Oscars natürlich auch nur die Filme und die Golden Globes. Das ist, ich glaube, dem Preis wird jetzt auch nicht so ein großer Stand oder zugesagt wie bei den anderen beiden Preisen. Aber da ist eben beides zusammen. Und wie du schon sagst, das ist ein bisschen lockerer und so. Das schaue ich auch ganz gerne mal. Also... Ja.
Ich bin sogar fast zu der Überzeugung gekommen, dass mir, also jetzt gerade dieses Jahr, dass mir die Golden Globes besser gefallen als die Oscars. Ich habe jetzt die Oscars noch nicht gesehen. Nein. Aber ich kann euch auch leider noch nicht verraten, was es wird. Ich weiß, es war alles schon, ich habe es schon gesehen. Nee. Aber letztes Jahr war es auch schon so. Ich habe die Globes geguckt in der Wiederholung. Ich habe sie nicht in der Nacht geschaut und habe dann, nachdem ich die Oscars gesehen habe, habe ich gedacht, eigentlich waren die Globes doch irgendwie ein Ticken besser. Gerade diese ganze lockere Atmosphäre und ja, diese Witze und Oscar ist halt doch ziemlich steif und das Schöne ist halt, dass die Golden Globes werden eben von dieser Hollywood Foreign Press Association, AFPA, verliehen. Das sind halt Journalisten, die in Hollywood ansässig sind, die über die Hollywood, über die Filmbranche berichten und das sind halt alles welche, die sich auch mit Filmen schon auskennen und auch so internationales Flair dort reinbringen. Also es sind jetzt nicht immer die Sachen, die Hollywood selber am besten findet, sondern es sind teilweise auch ziemlich andere Sachen, die dann auch mal einen Preis bekommen. Und das ist eigentlich auch immer gerade das Interessante. Und während die Academy Awards, also die Oscars, da wisst ihr ja wahrscheinlich, wie das funktioniert. Also es gibt diese Oscar Academy, der gehören halt eine große Anzahl von Schauspielern und Produzenten und sonst was aus der Filmbranche an. Und die feiern sich halt quasi mehr oder weniger selbst. Ne? Da sind halt auch sehr viele Sympathien im Spiel, so nach dem Motto, ja, der hat lange nichts gekriegt, aber der hat viele gute Sachen gemacht. Für den seinen neuesten Streifen geben wir ihm mal einen Oscar, obwohl der nicht so gut war. Und deswegen, ich überlege, ob ich das nächste Jahr das mal rumdrehe, ob ich vielleicht die Golden Globes live schaue und die Oscars ein bisschen fallen lasse. Ich mache es von diesem Jahr abhängig. Hast du sie live geschaut? Nein, ich habe mir den Wecker auf um 5 gestellt. Eine selten dämliche Idee, aber ich habe es geschafft, mich aus dem Bett zu kriechen. Und ja, dann habe ich es früh dann mit Timeshift, mit meinem Rekorder, es lief auf ProSieben und da hatte ich es. Und da habe ich dann geguckt. Da war ich schon gefrühstückt und so. Das war mal ganz lässig. Ja, liebe Nerds da draußen, ne? Annemarie ist, glaube ich, noch zu haben, oder? Ja, sie kennt sich aus mit Technik, Timeshift, wisst ihr Bescheid. Hey, interessiert sich. Wir erzählen jetzt schon, was wir gerade 10 Minuten vor der Aufnahme gemacht haben. Genau. Technik, ja. Na gut. Nee, ich hab's. Ich wollte es in der Nacht gucken. Ich bin von selber sogar irgendwie aufgewacht, habe gedacht, ach ja, jetzt kannst du nicht mehr so richtig schlafen. Ich wusste ja auch, dass die Sendung läuft, ne? Mhm. Und ja, bin dann aufgestanden, habe geguckt bis Annette Bening und dann habe ich gedacht, naja, du musst am nächsten Tag arbeiten. Ist vielleicht doch nicht so klug, jetzt die Nacht hier durchzugucken und habe ja die ganze Sendung eh aufgenommen gehabt und ja, habe dann am nächsten Tag mich versucht, nicht spoilern zu lassen, ja. Und genau, das wäre dann immer das Ärgerliche. Dann bei so einer Preisverleihung hört man dann doch mal irgendwo im Auto, im Radio oder irgendwo. Genau. Ja. Wobei Golden Globes ist immer noch ein bisschen kleiner als Oscars. Aber ging mir natürlich so, ne? Früher habe ich extra, als Radiowecker, habe ich so einen Sender eingeschaltet, so einen französischen, weiß nicht, die haben da irgend so ein totales Techno-Trends-Gerotze gespielt, ja. Habe ich dann abends, ich habe mal durchgescrollt hier, und da kam der Sender, da habe ich gedacht, okay, wenn die Nachrichten bringen, ja, dann verstehe ich sie wenigstens nicht so richtig. Also ich habe, glaube ich, früh noch nicht so die Muse, mir das Französische zu übersetzen, ja. Und die Franzosen, die übersetzen ja teilweise auch die Filme, die heißen ja dann nicht Social Network oder so, die heißen ja dann, was weiß ich, La Network Social oder irgendwas. Und das hättest du dann überhaupt nicht verstanden. Naja, nee, aber ich habe dann halt gehofft, dass ich das dann nicht so richtig mitkriege dann. Und wie es natürlich so geht, es hat funktioniert, ne? Ich gehe ins Bad und ich habe im Bad auch ein Radio, ne? Und da ist natürlich, ich stehe gerade unter Dusche, da fangen dort die Nachrichten an und das allererste, da höre ich nur, ja, es ist Social Network und ich gleich gedrückt, da wusste ich aber schon, da muss irgendwas Großes mit Social Network, irgendwas müssen die gekriegt haben oder so. Da habe ich dann wenigstens versucht, dann mich den ganzen restlichen Tag nicht irgendwie, ich habe kein Twitter gemacht, ich habe keine E-Mails gelesen, nichts. Ich habe noch nicht mal im Internet irgendwie bei Google oder so. Naja. Freak. Und dann halt abends geschaut noch und wir haben ja Montagabend haben wir ja Sneak, ja. Ich musste es ja vor der Sneak noch gucken. Und hat auch gut geklappt. Naja. Und jetzt können wir drüber reden. Genau. Achso, es kommt auch dann relativ am Schluss, wenn wir dann durch sind, machen wir auch dann die Auflösung von unserem kleinen Tippspiel. Also Gewinnspiel war es ja nicht. Wir wollten halt nur gucken, wer
am nächsten dran tippt. Es ging ja auch nur um die Serienkategorien. Eine Person hat sehr viel richtig, dann Platz 2 teilen sich sehr viele, Platz 3 auch. Also ja, wird ganz interessant. Es gibt auch welche, die gar nichts richtig hatten. Gibt's auch. So spielt das Leben. Also am Anfang ging es ja los mit diesen hammerharten Bemerkungen. Charlie Sheen, ne? So nach dem Motto, ja. Seine Frauen. Seinen Eskapaden. Ich muss ehrlich sagen, ich hab das gar nicht so mitbekommen. So diese Gossip-Sachen interessieren mich ja gar nicht so. Und ich habe dann wirklich aufgrund dessen, was Ricky Gervais gesagt hat, habe ich dann mal geguckt, was da wirklich dahinter gesteckt hat. Das ist ja echt krass. Ach, der ist nicht mal ganz sauber, ey. Ah, mein Gott. Charlie Sheen, ne? Naja. Und dann, was war es noch? Am Anfang hat er doch gleich noch mehr. Auf jeden Fall mit, dass ja zurzeit alles in 3D kommt und so. Und dann, ach naja, und bei dem Film The Tourist wären da wenigstens mal die Charaktere dreidimensional gewesen. Aber naja, waren sie ja nicht. Das war auch sehr böse. Genau, und dann der Seitenhieb gleich. Es ging ja vorher dieses Bestechungsgerücht voraus, ja, dass sich die Hollywood Foreign Press Association hat bestechen lassen, um den Film The Tourist dort reinzubringen. Und er natürlich dann gleich so, ja, und ja gut, wir wissen ja, warum die hier nominiert worden sind. Ja, damit die Hollywood Foreign Press Association, auch gegen Ende des Podcasts kriege ich es bestimmt flüssig raus. Benutzt doch die Abkürzung. Die HFPA, damit die HFPA mal mit Angelina Jolie und mit Johnny Depp feiern können, ja. Aber war natürlich auch ein bisschen Bestechung im Spiel. Ohne das geht's ja nicht. Apropos Angelina Jolie, ey, sah die nicht völlig bekloppt aus, furchtbar, oder? Furchtbar, ey. Oh. Okay, du siehst es genauso, okay. Alles klar. Und vor allem auch, also davon abgesehen, dass ich die ja optisch auch überhaupt nicht attraktiv finde, wie die an dem Brad Pitt dann ab nach 10 Minuten oder so, da wurde die ja dann immer mal eingeblendet, dann hing die immer so an seinen Schultern und so. Dieser verträumte Blick und dann so. Und ein hässliches Kleid hatte sie an oder Oberteil. Ah, ich habe hier was gefunden, auch auf der Seite, die ich dir vorhin geschickt habe. Angelina Jolie kam mit ihrem Lebensgefährten Brad Pitt in einem hochgeschlossenen smaragdgrünen Abendkleid, das insgesamt korrekt, aber viel zu brav wirkte. Miss Jolie hat man wahrhaftig schon in aufregenden Kleidern gesehen. Auch der Smoking von Brad Pitt überzeugte nicht gerade durch perfekten Sitz, während seine Sonnenbrille wie üblich cool wirkte. Und oben hatten sie noch so eine Überschrift gehabt, Angelina Jolie im Oma-Look. Ja, naja, doch. Aber es ist mir was aufgefallen, was mir jetzt in letzter Zeit bei sehr vielen Angelina Jolie-Filmen aufgefallen ist, zumindest die ich gesehen habe. Und zwar, die lässt sich immer aus so einer Art Halbprofil filmen, ja. Oder beziehungsweise, wenn sich eine Kamera auf sie richtet, dreht sie sich immer so, dass du sie so, ja, so, weiß nicht, so drei Viertel, also das, die guckt nicht gerade in die Kamera rein, sondern ist so leicht gedreht, ja, so, okay. so eine Drittelumdrehung nach links meistens. Und das ist mir ganz unangenehm aufgefallen in dem einen Film, den wir letztens geschaut haben. Was war denn das? Ich glaube Salt oder so. Und da, selbst da, Actionfilm, und die hat immer nur in der gleichen Richtung in die Kamera geguckt. Boah, das fand ich so nervig und blöd. Wahrscheinlich denkt sie, oh, da, wenn ich so gucke, sehe ich besonders hübsch aus. Und dann immer so die Lippen so geschürzt, so, ach, nee, ey. Hast du jetzt eigentlich The Tourist geguckt? Ich habe The Tourist nicht geguckt. Hast du schon im Dezember erzählt, dass du dich total darauf freust? Ja, ich habe mich darauf gefreut, bis ich die ersten Kritiken so gelesen habe. Und ich gebe nicht viel auf allgemeine Kritiken, ja. Aber ich habe da so manche Leute, die schreiben auch so Blogs oder so und die haben halt so einen ähnlichen Filmgeschmack wie ich. Und wenn die dann schon teilweise trotz, ja, dass sie bestimmte Aspekte an manchen Filmen mögen, die ich auch mag und so, wenn die dann schon sagen, das ist doch ein bisschen grenzwertig, der Film, wir haben uns zwar auch drauf gefreut, aber das war wohl nix, ne? Nee. Dann überlege ich mir, ob ich da, vielleicht, wenn der hier bei mir im Kino um der Ecke für 1,50 läuft, vielleicht gucke ich mir da mal an. Naja, also Tourist, aber da gehen wir ja schon fast in die besten Filmkategorie. Da kam am Anfang noch ein guter Witz mit Hugh Hefner, wo es drum ging hier, was war das irgendwie, mit The Walking Dead, genau. The Walking Dead, apropos, Hugh Hefner hat wieder geheiratet, eine 24-Jährige. Und so. Und dann so, ja, schau nicht hin, wenn du ihn anfasst. Und so. Das war heftig. Da haben aber ganz viele gelacht, ja. Ja, und da hat sich hier der Dings hier von 30 Rock, der, wie heißt der, William, nee, Alec Baldwin.
oh, der hat sich ja halt weggeschmissen da vor den Witz. Ich glaube, das ist auch so genau so dem seine Form von Humor, so dreckig und richtig so unvorbereitet dreckig, so raus damit. Naja, am Anfang, erste Presenterin war ja Scarlett Johansson, ja. Sie hat ja, aber also sie wirkt Filme, irgendwie so blass und so unschön irgendwie, ich weiß nicht. Sie hat Christian Bale den Preis verliehen. Für was war das eigentlich? Nebendarsteller. The Fighter. Bester Nebendarsteller, The Fighter. Genau. The Fighter ist ja ein Film, auf den ich mich, na gut, freue, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal, den ich mit Spannung erwarte. Weil ich mag eigentlich so Boxerfilme. Irgendwie finde ich, man kann bei Boxerfilmen sehr, sehr viel reinbringen. Zum einen hast du den quasi den direkten Kampf, kannst du in dem Film zeigen, Mann gegen Mann. Da kannst du immer schon viel rausholen. Dann ist natürlich das ganze Thema des Trainings und es schwelt ja auch immer noch so ein bisschen so eine Lebensgefahr für den jeweiligen Protagonisten mit und auch dieses ganze Drumherum, dieses Business, was um das Boxgeschäft herum ist, das ist ja auch meistens ziemlich dreckig und das hat ja dann auch mit Wetten zu tun und so. Das gibt immer sehr viel Stoff für gute Filme her. Also ich war ja auch von Rocky damals begeistert. Million Dollar Baby hat mir auch sehr gut gefallen. Und The Wrestler. The Wrestler habe ich auch geschaut. Ja, aber The Fighter mit Christian Fighter Bale. Mit Mark Wahlberg. Ja. Christian Bale, lange Haare. Sah nicht gut aus. Also der Bart, ja, hat mir sehr gut gefallen, aber die Haare, die waren, nein, bitte wieder schneiden. Ah, der Bart ist, ich weiß nicht, das Ganze hat mich doch irgendwie erinnert an V wie Vendetta oder ich weiß nicht. Ja, naja, aber wenn es schon, dann, ja, nee, die Haare. Das sah echt nicht gut aus. Auch wenn sie schön, hast du gesehen, dass sie ordentlich geföhnt war oder so auf pseudo wilder Look, aber trotzdem ordentlich geföhnt und oh nein. Herr Bale, bitte nicht. Ja, die Rede fand ich auch nicht so besonders, die er da gemacht hat. Ne? Aber ja, na gut. Da hätte ich aber bester Nebendarsteller, Drama, hätte ich gerne Andrew Garfield gehabt von Social Network. Der hat mir richtig gut gefallen. Ja, dann der nächste Presenter, das war hier der eine Typ von NCLS LA. War das nicht hier LL Cool J oder so? Oder wie, ja. Wie hieß der? Ja. Und die Frau weiß ich jetzt gar nicht mehr. Julie Bone. Kennt man die? Was du mit dem L Bundy? Ach hier, Modern Family? Ja, ich glaube, da spielt die mit. Die Kategorie, die präsentiert haben, war ja die, wo Katie gewonnen Siegel hat. Genau, Katie Siegel gewonnen hat. Das war beste Serienhauptdarstellerin in einer Dramaserie. Ganz genau. Und, soll ich dir was sagen, das habe ich auch getippt. Ich auch. Hast du die schon gesehen? Nein, aber ich habe so Hast viel Hast du blind Gutes getippt? Ja, nicht, also weil ich so viel Gutes gehört habe und habe gedacht, ach komm, die ist auch sowieso cool. Ich habe die ersten zwei Folgen geschaut von Sons of Anarchy und habe irgendwie gemerkt, das ist nichts für mich. Okay. Ich habe aber anerkannt, dass es sehr gut gemacht ist. Es geht halt um so eine Biker-Gang und also mehrere Biker-Gangs und ja, dann auch so mit Drogen und Waffen und sowas. Und mit, weiß nicht, ob da jetzt noch verdeckte Ermittler mit im Spiel waren, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber das ist halt nicht so mein Metier, weißt du, so dieses Rocker, und es ist aber ziemlich gut gedreht und selbst am Anfang waren da ein paar ziemlich gute Szenen drin und so. Und die Katie Seagal, die hat auch gut gespielt. Deswegen habe ich die getippt, weil die anderen, Elizabeth Moss für Mad Men, habe ich gedacht, naja, Mad Men, das läuft noch weiter. Also, und so der Riesenreiser ist sie nicht. Sie ist zwar gut, eine gute Ergänzung in dem Cast. Ansonsten, Julianna Margulies für The Good Wife. Ich glaube, The Good Wife hat auch schon so viele Preise bekommen. So gut hatten die. Die hatten nur bei den Emmys, hatte sie, glaube. Ach, bei den Emmys war das, ja. Ja, da hatte sie auch schon. Ja, gut. Und was war noch? Hyper Parabo für Covered Affairs. Kira Sedgwick für The Closer, die kann ich ja vom Aussehen her nicht ab. Ich weiß auch nicht, die gefällt mir einfach nicht. Und deswegen auch schon immer, wenn die Reklame kam, ich glaube auf Kabel 1 lief das, ne? Immer wenn das zwischendurch mal kam, da, oh nee. Box. Oh. Oder Closer, Box, ja. Box. Kurz zu Katie Seagal, sie hat ein sehr schönes Kleid an, feuerrot. Jo. Sie hat so schöne, dunkle, lange Haare, also das hat mir gut gefallen, eine sehr attraktive Frau. Und sie war eigentlich von damals kaum noch wiederzuerkennen. Also, wenn man sie noch von damals in Erinnerung hat, von Eine schrecklich nette Familie, man hätte sie kaum wiedererkannt. Also vom Gesicht vielleicht. Und, naja, hey, wir haben sie doch bei Lost gesehen. Als Helen. Freundin von Locke.
Aha. Ey, Erik. War die das? Ja, okay. Natürlich. Ja, kann sein. Aber da habe ich die, glaube ich, auch nicht so als Frau von Al Bundy wahrgenommen. Ich hab, glaube ich, gedacht, ich kenne die irgendwoher. Ich glaube, ich habe das nicht weiter nachverfolgt dann. Naja, und der andere war Piper Perabo für Covered Affairs. Hast du schon mal Covered Affairs irgendwas? Nee, gehört ja, aber ich habe es noch nie gesehen. Nein. So, warte mal. Covered Affairs. Seine US-amerikanische Fernsehserie. Die läuft auf USA Network und geht um CIA-Agentin Annie Walker. Die wird plötzlich in den Außendienst eingezogen. Oggy Anderson, der bei einem früheren Einsatz sein Augenlicht verloren hat, führt sie in die Ermittlungsmethoden des CIA ein. Ihre Vorgesetzten Joan und Arthur Campbell wollen über sie an ihren Ex-Freund herankommen, der im Spionagegeschäft verstrickt ist. Also so eine CIA-Krimiserie, würde ich sagen. Mhm. Scheint ja ganz gut zu sein, wenn sie hier für sowas nominiert ist, ne? Okay. Was kam denn als nächstes? Dann haben wir Miniseries oder TV-Movie von Julianne Moore und Kevin Spacey. Julianne Moore hatte so ein rot-rosanes Kleid an, was nur über eine Schulter... Ich hoffe ja, wir haben weibliche Zuhörer und die interessiert das wenigstens ein bisschen. Deshalb. Oder vielleicht auch Männer, die das interessiert, weil Julianne Moore ist eigentlich eine Tip-Top-Frau, hat das Kleid echt furchtbar. Sie hat ja schöne rote Haare und sie ist auch eine schöne natürliche Blässe und da zieht man nicht so ein Kleid an. Also das sah echt nicht schön aus. Da. Das wäre sogar ich. Kann ich noch ganz kurz was einwerfen, was wir gerade vergessen haben. Also, richtig getippt, Katie Sigel hat die Annemarie. Das bin ich. Die Sandra, das ist die Freundin von meinem Kinocast Alex. Und der Erik. Okay, ja. Miniserie. Ja, ich wollte dich jetzt nicht so sehr rausbringen. Ist okay. War das beste Miniserie? Ja, ne? Ja. Okay. Da stand ja zur Wahl die Säulen der Erde, Temple Grandin, The Pacific und You Don't Know Jack. Ich habe You Don't Know Jack getippt. Ich habe Temple Grandin getippt. Okay. Ich kann auch erklären, warum. Weil ich ein Stück davon gesehen habe, also irgendwie so ein paar Ausschnitte. Und ich fand das ziemlich gut. Und ich mag halt auch Al Pacino, deswegen hat mich das beeinflusst. Ich habe The Pacific alles gesehen und fand das jetzt nicht unbedingt preiswürdig, fand ich. Also The Pacific ist halt ein sehr geradliniger Kriegsfilm. Die haben eigentlich, wie hieß es vorher? Band of Brothers. Genau, Band of Brothers halt in Pazifik umgesetzt, wobei es natürlich was völlig anderes ist, der Pazifikkrieg. Auch vom Dreh her, die ganzen einzelnen Inseln, auf die hüpfen, alles einzelne Scharmützel, Kriegsschauplätze. Und während beim europäischen Krieg war es halt quasi eine ständige Vorwärtsbewegung, höchstens mal unterbrochen durch irgendwelche Brücken, die genommen werden mussten. Und die Sinnlosigkeit des Krieges wird schon sehr deutlich, auch in The Pacific. Aber da gibt es eigentlich auch Filme, die das schon ein bisschen besser darstellen. Zum Beispiel, ich glaube, Der schmale Grat, im Englischen hieß der The Thin Red Line, den fand ich zum Beispiel sehr gut, was das Thema angeht, Pazifikkrieg, oder gibt es bestimmt auch noch etliche andere. Ich fand halt, The Pacific setzt halt sehr, sehr so auf Action, auf wegfliegende Körperteile und das, und dann halt zwischendurch diese, auch immer wieder diese Verwässerung, die teilweise so total wie so eine Schmonzette erzählt ist, irgendwelche Liebesgeschichten. Da gab es ja eine ganze Folge, die fast gar nicht im Krieg gespielt hat, wo der wirklich nur in Australien war und sich in die eine Frau verliebt hat. Also war irgendwie nicht so. Und Temple Grandin, davon habe ich noch nichts gehört. Erzähl mal was. Oh, nee, ich habe das nur getippt, weil da Claire Danes mitspielt. Und ich glaube, die waren schon bei den Emmys relativ erfolgreich. Und habe gedacht, das wird's. Aber du hast jetzt so schön über The Pacific geredet, aber der hat ja auch nicht gewonnen. Es hat ja Carlos gewonnen. Was auch immer. Carlos, genau. Das ist, glaube ich, ein ganz bekannter Terrorist. Und ich habe davon schon einiges Gutes auch gehört. Also, aber das habe ich leider erst danach gehört, nachdem ich das getippt hatte. Sonst hätte ich wahrscheinlich dann auch Carlos vielleicht genommen. Aber ich sehe auch gerade hier, ich lasse ja parallel die Verleihung nochmal durchlaufen. Die haben gerade den Award gekriegt. Und wenn ich das richtig sehe, steht da der Hauptdarsteller mit vorne. Und der sieht ja mal richtig gut aus. Mensch, werde ich auch mal reingucken. So ein bisschen von der Art her wie der bei Entourage, wahrscheinlich so mit längeren Haaren. Ich habe gesehen, es gibt auch von Carlos eine Filmversion. In Deutschland zum Beispiel läuft 185 Minuten.
in UK läuft so 165 Minuten, also hat irgendwie jedes Land so seine Filmversion daraus geschnitten. Und die vollständige Spielzeit ist wohl 330 Minuten, so lief er zumindest im Filmfestival in Cannes. Und es geht halt um Carlos, also Carlos der Schakal. Und was steht hier? Er wurde in der kommunistischen UdSSR ausgebildet und war der meistgesuchte Terrorist in Europa, Afrika und Middle East zu einer bestimmten Zeit. Und ist halt auf diesem Zug von Che Guevara unterwegs gewesen und wollte halt so die Länder zur Revolution führen. Und also ist bestimmt nicht uninteressant. Bester Nebendarsteller, Serie, Miniserie oder Fernsehfilm? Vielleicht noch kurz vorher springen. Präsentiert von Bruce Willis, der angekündigt wurde. Das fand ich ja so lustig, ne? Da hat der Ricky Gervais hat irgendwie gesagt, ja, und der nächste Mann, der jetzt kommt, den kennt ihr alle aus Filmen wie, guck mal, wer da spricht, Color of Night, Hearts War und Hudson Hawk oder irgend so eine Krutzenfilme, wo Bruce Willis auch mitgespielt hat, ne? Und dann, ja, hier kommt der Vater von Dings hier. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, genau. Da habe ich gedacht, hä? Genau. Hab ich irgendwas verpasst oder so, ne? Aber nein, der hat nicht die Kategorie anmoderiert, der hat Red vorgestellt als besten Film. Ach, so war es gewesen, aber kam halt irgendwie dazwischen. Ja, genau, der, ne? Kam, genau. Und ich sag mal, der Witz mit Ashton Kutcher, der ist mir erst danach richtig eingefallen. dass er quasi Ashton Kutcher ist ja mit Demi Moore zusammen und Bruce Willis war ja früher mal mit Demi Moore zusammen. Bin ich da richtig? Richtig, genau. Ja, beide verheiratet. Also sowohl Bruce Willis mit Demi Moore und jetzt auch Ashton Kutcher mit Demi Moore verheiratet. Und jetzt Bruce Willis mit Ashton Kutcher verheiratet. Nein, Bruce Willis auch wieder verheiratet, auch mit einer relativ jungen, gut aussehenden Frau. Ja, Bruce Willis aus Ida Oberstein, ja, genau. Das fand ich, und wie er dann so zur Seite geguckt hat, so wie, naja, manchmal kann man sich nicht aussuchen, was einen so in Hollywood erwartet oder irgend sowas, hat er da gesagt, ne. Gerade so mit seinem typischen Gesichtsausdruck so zur Seite, so noch so ein bisschen Luft durch die Zähne. genau, also nächste Presenter, die kannte ich glaube ich beide nicht, aber die kennst du bestimmt. Also die Dame, die junge Dame ist Leighton Meester aus Gossip Girl oder, also ich weiß nicht, ob man den Namen, also ich denke mal Leighton Meester wird es geschrieben. Blair Waldorf aus Gossip Girl und Jared Hedlund, den kenne ich auch nicht. Also der sagt mir vom Aussehen her, sagt er mir was, aber okay. Den Namen. Ja, und die haben bester Nebendarsteller, Serie, Miniserie oder Fernsehfilm. So, ach so, Moment, wir haben wieder vergessen, wer richtig getippt hatte. Nee, wir haben es noch Carlos gesagt. Ach, bei Carlos. Nee, vorhin, Carlos. Ja. Carlos hat nämlich niemand richtig getippt. Oh, okay. Es haben sehr, sehr viele The Pacific getippt. Platz 2 beim Tippen war You Don't Know Jack. Und Die Säulen der Erde und Temple Grandin haben jeweils eine Person getippt. Bester Nebendarsteller, Komödie oder Musical? Musical. genau, Musical. Bester Nebendarsteller, nominiert, sehr lustig, nominiert war Chris Colfer für Glee, Chris Noth für The Good Wife, ist mir bekannt aus Sex and the City. Genau. Der hat da diesen blöden Big gespielt, den ich gehasst habe wie die Pest. Und der hat in diesem, na, der hat die doch nur verarscht, ja, und die ist immer wieder zu dem zurück und so. Ja, so sind Frauen halt. Naja, die hatte viel coolere Typen am Start gehabt damals, ne? Zum Beispiel den Aiden oder so, den fand ich ja. Aiden war doch so cool. Und genau. Dann, wer war noch nominiert? Eric Stone Street für Modern Family. Genau. Scott Kahn für Hawaii 5.0. Und das war's. Und David Stratton für Temple Grandin. Ah, okay. Den hat niemand getippt, ja. Nee. Und gewonnen hat Chris Colfer für Glee. Yay! Ja, hast dich gefreut, dachte ich ja, mir fast. Ja, also ich habe den ja auch getippt, aber ich habe ihn ehrlich gesagt nur getippt, weil ich es ihm gegönnt hätte. Und ich habe nicht wirklich damit gerechnet. Und so wie er aussah, als verkündet wurde, dass er gewonnen hat, hat er wohl auch nicht damit gerechnet. Also das war ganz süß. Ja. Hat mich sehr
Ich muss auch sagen, jetzt bin ich natürlich benachteiligt, weil ich deiner Aufforderung noch nicht gefolgt bin und Kliege geschaut habe. Ich habe es aber schon mal wenigstens aufgenommen. Ja, okay. Ja. Das ist ja schon mal ein Schritt und in die richtige Richtung. Deswegen konnte ich das jetzt nicht beurteilen. Ich habe, das war mehr so ein Hoffnungstipp. Ich wusste natürlich, das wird nichts. Genau. Das wäre auch meine Nummer 2 gewesen. Also. Weil ich ja Hawaii 5.0 so mag momentan. Es ist jetzt keine... Es ist definitiv ja keine anspruchsvolle Serie, Hawaii 5.0. Glee ist auch keine anspruchsvolle Serie. Naja, okay, aber kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Aber es macht halt einfach richtig Spaß, finde ich, Hawaii 5.0. Und ich. Okay, wer hat es denn richtig getippt? Die Annemarie natürlich. Natürlich. Wieder mit bestem Beispiel voran. Frederik aus Bochum, Sven aus Plauen, Daniel aus Leipzig. Wer wird das wohl sein? Die Sandra wieder. Der Barbados AK aus Göttingen, der Willems und der Willems hat es richtig getippt. Ich habe doch vorhin... Ah nee, stopp. Warte mal. Fehler im System hier? Ach genau, ah okay. Nee, beim Willems hört es auf. Der Willems hat es nicht mehr richtig getippt. Genau. Also Willems, sorry. Ich hatte mir nämlich nur gemerkt, Willems, dass du 0 Punkte gemacht hast. Deswegen habe ich mich jetzt gerade gewundert, wieso du da was hast. Oh, Spoiler, Spoiler. Willems, hör trotzdem weiter zu, bitte. kann ja jedem passieren, ne? Du hast, aber deine Tipps waren auch gut, ja? Also, das waren auch alles gute Sachen, aber Ich muss natürlich sagen, was mir gut gefallen hat bei diesem jungen Typen, ich dachte erst, oh Gott, ey, nein, jetzt kommt hier so ein Highschool-Kid da, hier, so, oh. Und ich fand aber, der hat fast mit der beste Rede gehalten. Ja. Das hat mich selber, ich war selber von mir überrascht, weil ich wollte den Typ hassen. Und ich hab gedacht, jetzt redet der bestimmt irgendwelchen Schwachsinn. Und dann habe ich einen Grund jetzt hinterher zu sagen, ja, okay, mag ja die Serie mag gut sein, aber der ist noch lange nicht so weit. Aber der hat echt, ich fand dem seine Rede sehr gut und auch ohne Zettel, also wahrscheinlich auswendig gelernt oder so. Aber ich fand sie gut, klang auch sehr spontan. Cooler Typ, ja. Hat mich sehr gefreut. Jo, was warten wir als nächste Kategorie? Du hast doch da gerade so einen wunderschönen Überblick. Ja, nee, ich spule gerade vor. Jetzt. Michelle Pfeiffer hat Alice im Wunderland präsentiert. Boah, sieht die nicht bockig aus auf einmal, oder? Hilfe, Hilfe. Kann die nicht mal in Wörter altern? Ey, boah, das... Nee, was haben die denn mit der gemacht? Also... Geht ja gar nicht. Ich habe die früher, also als ich klein war, ja. Also, ja, nicht mehr so klein, ja, aber. Ja. Da fand ich die super. Okay. Also, Alice im Wunderland präsentiert, war ja auch nominiert für den besten Film. Und danach kam die eine von Desperate Housewives, ne, und hat den Typen von der. Dem Präsidenten. Angekündigt hier. Super. Genau, und da kam vorher auch noch so ein übler Witz von Ricky Gervais, der da gesagt hat: Ja, ich habe hier jetzt. Hier die von Desperate Housewives? Eva Longoria. Ach, Eva Longoria. Gesagt, ja, die Eva Longoria wird jetzt gleich den Chef von der, wie ist das? Hollywood Foreign Press Association ankündigen. Und ich habe den vorher auf dem Klo getroffen und so und habe dem noch geholfen, seine dritten Zähne reinzumachen und so. War natürlich da so sein Chef da, in dem Sinne sein Auftraggeber da, so ein Ding da. Das war natürlich grenzwertig. Aber das war sowieso alles ein bisschen, also. Ricky Gervais kündigt Eva Longoria an, Eva Longoria kündigt den Typen an und aber alle, also quatschen nur so ein bisschen was, uns passiert gar nicht viel, das fand ich irgendwie so ein bisschen, naja, hätte das jetzt sein müssen, aber ja, Eva Longoria sah sehr gut aus, dafür, dass sie gerade von ihrem Misttypen da 100.000 Mal betrogen wurde und sie wollte, eigentlich hieß sie ja, also ich glaube, sie ist ja noch verheiratet, Eva Longoria Parker, aber da mit dem Typ jetzt Schluss ist, wurde sie auch nur ohne das Parker angekündigt und sie sah echt phänomenal gut aus. Mörder-Dekolleté. Okay. Ja, bei so Preisverleihungen stehe ich mehr auf die Frauen als auf die Männer oder gucke ich dann auf sowas. Hört. Okay, als nächstes kam die Kategorie irgendwie bester. Jetzt ist gerade meine Google-Datei hier abgestürzt. Hast du es noch? Warte, jetzt geht sie wieder. Kevin bester Bacon und bester Serienhauptdarsteller, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Und nominiert waren Bryan Cranston für Breaking Bad. Der hat, glaube ich, schon letztes Jahr oder war es der Emmy? Ja. Genau. Emmy hat er. Dann Hugh Laurie für Dr. House.
Und ach so, habe ich eigentlich schon erwähnt, wer Klee richtig getippt hat, hatte ich, genau. Ja. Ich sag mal, bei den letzten Kategorien kriegen wir es bestimmt hin. John Hamm für Mad Men und Michael C. Hall für Dexter und Steve Buscemi für Boardwalk Empire. Und gewonnen hat Steve Buscemi für Boardwalk Empire. Genau. Wer hätte das gedacht? Man hätte es sich denken können, vielleicht, aber ich habe es nicht gedacht. Ich denke mal, also ich habe es auch nicht getippt. Es hat nur einer getippt. Rate mal, wer? Ist das? Alex aus Düsseldorf. der wahrscheinlich auch nur die erste Folge geschaut hat. Irgendwie waren ja die beiden anderen Herren sehr begeistert von dieser Serie. Ich war der Einzige, der nicht so begeistert war, glaube ich. Du, glaube ich, auch doch, nicht doch, so. Doch, ne? Ich habe schon doch. Und, aber irgendwie haben die anderen alle nicht mehr weitergeguckt. Ja, ne? Ja, doch. Jetzt und, kann man ja mal über sie lästern, wenn sie nicht dabei sind. Genau, die können sich nicht wehren. jedenfalls, ich hätte es nicht gedacht, dass Steve Buscemi den bekommt, weil das ja gerade mal so die erste Staffel ist. Und ich fand seine schauspielerische Leistung jetzt nicht so den Bringer. Also ich fand, da hat er jetzt in anderen Filmen und Serien, hätte es viel, viel mehr verdient gehabt, dass er dort seine Leistung mehr gewürdigt bekommt. Ich denke mal, das ist hier eher so ein allgemeines Ding, weißt du, so Steve Buscemi ist halt ja, aber ich finde die echt cooler. Großartig bisher und... Und die anderen, die nominiert waren, die laufen teilweise schon in der 6. Staffel. Ja, sind relativ erfolgreich. Außer jetzt Dr. House, da droht ja, glaube ich, dass es irgendwie bald zu Ende geht, ne? Habe ich jetzt irgendwie gehört. Naja, ich gucke es auch nicht mehr so aufmerksam, also... Die haben, glaube ich, also ich finde jetzt in der aktuellen Staffel, jetzt müssen mal die Leute weghören, die es vielleicht auf RTL, obwohl auf RTL läuft ja gerade die Staffel, ne? Nee. Weil in den USA ist jetzt gerade Pause, doch, oder? Nee, da läuft noch die 6. In den USA läuft das 15. Na, oder? Hört mal zur Sicherheit ja, weg, ich würde was auch ich jetzt sage. Achso, na, dann sage ich es nicht. ich sag mal, mir gefallen da manche emotionale Entwicklungen nicht, sage ich es jetzt mal ganz spoilerfrei. Die es schauen, die wissen, was ich meine. Und ja, du kannst wieder zuhören. Ja. Also nur der Alex hat es richtig getippt. Und ja, okay. Ich hatte, also präsentierte. Bryan Cranston hat es, glaube ich, getippt. Okay. Weil der hatte jetzt auch einen Emmy gekriegt, wenn ich mich recht erinnere, im September. Und da habe ich gedacht, naja, komm. Kleiner noch. Glaubt, hinterher. Präsentiert hatte Mila Jovovich. Mila Jovovich und Kevin Bacon. Und ich glaube, Kevin Bacon sollte sich auch mal überlegen, ob das so sein muss, was er da mit sich machen lässt. Ja, aber... Der sieht ja aus wie ein Schuljunge da. Ich weiß auch nicht, ob das so notwendig ist. Aber sie fand ich jetzt auch nicht so hübsch irgendwie. Nee, also das Kleid... Also ich mag halt die in irgendwie so Filmen, wenn sie so taffe Rollen spielt. Also diese Resident Evil oder so, das passt irgendwie voll zu ihr. Wenn sie dann irgend so eine Kampf... Ausrüstung, so eine Hose anhat, weißt du, hier so eine Baggy Pants und so und ein bisschen locker rum und rumballern und das passt so ihr, aber jetzt so mit Abendkleid, ich weiß nicht, es hat nicht so richtig, hat auch nicht so schön, ja, mit diesem Silber und da, dieses Rumgewickelte da. Und dann waren auch die Haare so komisch, so zur Seite, ja, so ein Pony. Ja, ja, das sah nicht schön aus. Englisch eine recht attraktive Frau, aber. Auf jeden Fall. Aber nochmal zu Kevin Bacon. Es gab ja damals diesen Film Flatliners. Mhm. Ja, und da waren ja eigentlich so alle, die jetzt mittlerweile auch schon oder relativ gut noch dabei sind, oder manche nicht mehr so, die waren ja dabei. Also wenn ich da Kiefer Sutherland und so. Und die waren ja damals alle ungefähr gleich alt. Ne? Wenn du die jetzt mal siehst, also ich meine Kiefer Sutherland in der aktuellsten oder in der letzten 24-Staffel, man sieht ihm schon an. Ich wollte gerade sagen, der ist älter. Ein bisschen gealtert ist, aber er ist schon... Er sieht immer noch cool aus. Er ist ein würdiger Alter und das, was Kevin Bacon damit sich macht, also ich habe es jetzt gerade hier vor mir, da den Screenshot. Ich weiß nicht, gefällt der mir der ist nicht. Ja auch der Mann von der Keira Sedgwick, ne? Ach, das ist die hässliche da. Ja, die du. Genau, magst. Die ich nicht leiden kann. Wollte ich dir nur sagen, weil das passt ja dann wieder. Also ihr hört alle, ich urteile immer sehr objektiv anhand der Leistung von den einzelnen Personen. Hässlich. ansonsten Steve Buscemi, die Rede fand ich ganz cool, aber der die ist er auch da so gemacht hat. Geworden. Ja, natürlich, aber und die Rollen, also sei es nun Reservoir Dogs oder keine Ahnung, wo überall mitspielt, das ist immer irgendwie... Hast du Ghost World gesehen?
Ghost World habe ich, glaube ich, irgendwann mal gesehen, ja. Ein sehr schöner Film mit Thora Birch und Keira Knightley, ganz jung. Weil ich habe das nur mit, also ich habe den auch schon vor Ewigkeiten mal gesehen und als er seinen Preis gekriegt hat, sagen die doch immer, ob die schon einen haben oder mal nominiert. Und er war dafür nämlich nominiert, dachte ich, haben sie gesagt. Und da hat er auch sehr cool gespielt. Ja, fiel mir gerade so ein. Kannst du mal gucken. Als nächstes beste TV-Serie Drama. Genau. Ja. Wieder von den beiden nochmal verliehen. Mila Jovovich. Genau, und gleich nochmal. Und da hatten wir als Nominierte Dexter, Boardwalk Empire, Good Wife, Mad Men, The Walking Dead. Und Boardwalk Empire hat gewonnen. Genau, so ist es. Und das haben auch ein paar Leute getippt. Diesmal nenne ich es gleich. Annemarie, wer könnte das getippt haben? Was tippst Alex. Du? Richtig, Annemarie. und es hat auch noch getippt Frederik aus Bochum. Ja, die zwei nur. Applaus. Ich habe, glaube ich, Dexter. Du hast Dexter getippt, ja. Ich habe auch Dexter getippt. Ja, hat jemand Walking Dead getippt? Ja, Walking Dead. Am meisten haben die Leute Mad Men getippt. Platz 2 danach Walking Dead und Dexter auf demselben Platz von der Tippanzahl. Und Platz 3 Boardwalk Empire und die anderen Sachen sind nicht getippt worden. Falls Good was Wife. War. Ach gut, weil hat keiner getippt. Ja, Boardwalk Empire. Fand ich cool, dass auch Mark Wahlberg mit der auf die Bühne gegangen ist. Der sieht ja jung aus, ey. Denn, Himmel. Ja, gut, ja, trainiert ja auch viel. Die einen so älter. Ich finde auch wirklich, Mark Wahlberg, also seine Filme mögen grenzwertig sein, also die etwas anderen Cops oder so habe ich ihn zum Beispiel zuletzt gesehen oder so. Aber er produziert wirklich sehr viel für HBO und man hat es ja gesehen, bei Entourage steht er zum Beispiel mit drin als Produzent, jetzt hier bei der Serie steht er drin oder ist er als Produzent. Der engagiert sich da wirklich, dass auch so die coolen Serienideen, die auch so ein bisschen abseits vom Mainstream vielleicht sind, auch gefördert werden und gerade auf dieser HBO-Plattform dort verwirklicht werden können, halt mit den jeweiligen Mitteln. Und HBO ist ein echt cooler Sender in den USA, ne? So was die da bringen. Bei uns in Deutschland läuft das ja auf total verschiedenen Kanälen. Also es laufen HBO-Serien, weiß nicht, auf Fox, es laufen HBO-Serien auf, also Fox mit F, ja, auf dem Pay-TV. Der bei mir mit dem Kabel ist, auf Fox läuft auch irgendwas demnächst. Und, ach ja, ich habe letztens gehört, die Serie, weil wir gerade beim Thema sind, was läuft im Fernsehen, United States of Tara, die wird im Deutschen heißen Taras Welten und die wird bei ARD laufen, in deutscher Erstausstrahlung. Miteinander. Jetzt, genau, hast du es auch gehört oder was? Ja, ja. Ich wollte dich gerade fragen. Also in der Nacht um 2. Du hast mir auch den Link geschickt dann. Ach, ich habe dir den. Ja. Ich darf dir keine Links schicken, weil dann kann ich dich ein bisschen in die Irre führen hier. Nee, ich habe aber vorher schon gelesen, sorry. Und die Begründung, ja, von ARD, warum zeigt ihr diese preisgekrönte, Emmy-gekrönte Serie mitten in der Nacht, ja, als Erstausstrahlung, ja, wenn sie wirklich keiner sehen wird, ja, nicht irgendwie ein bisschen präsentere Stelle oder so. Ja, das ist der einzige Sendeplatz, der bei uns im Programm für internationale Serien reserviert ist. Beim Reserviert? So, ne? Viel dazu. Ja. Also quasi internationale Serien wären bei ARD jetzt mitten in der Nacht verheizt. Ja, man sendet dann lieber irgendwelche zigsten Wiederholungen von irgendwelchen Quatsch da. Na, okay. Meine Fernsehgebühren sind gut angelegt, sehe ich gerade. ja, was war's? Boardwalk Empire, ne? Schon wieder. Oder? Ja. Genau. Ja, zum zweiten Mal. Nächster Presenter war doch einer von Glee, ne, oder? Ach nee, Quatsch, das war hier Social Network, ein Nebendarsteller, ne? Der hat Social Network vorgestellt. Endlich irgendeiner. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe Social Network noch nicht gesehen. Schande über mich. Nein. Ich wollte es damals im Kino schauen und das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Und dann habe ich eigentlich gewartet, bis der mal bei mir um die Ecke läuft in dem Kino. Aber da liefen damals irgendwelche Tausende von Kinderfilmen und die haben sich da nicht beirren lassen, da mal das Programm zu wechseln. Und jetzt warte ich halt auf die DVD oder Blu-ray. Ja, auf jeden Fall. Andrew Garfield hat Social Network vorgestellt. Der spielt auch den Spider-Man demnächst. Stimmt. Den neuen Spider-Man, der irgendwie
mechanische Schussvorrichtung für Netze hat. Nicht mehr wie der alte Spider-Man. Genau, der alte Spider-Man, also der Tobey Maguire hatte ja quasi, kam das ja irgendwo aus, weiß nicht, aus der Knöchelgegend da raus. Und hier haben sie irgendwie Schussvorrichtung dann. Das soll irgendwie dem Original-Comic näher kommen, weiß ich nicht. Weil es da auch irgendwie eine Szene gibt in dem Original-Comic, da ist das alle, da kann er keine Netze mehr verschießen und fällt dann irgendwie oder so. Nächste Kategorie, präsentiert von Alec Baldwin und Jennifer Lopez. In einem weißen Kleid mit irgendwelchen Tüll rumgewickelt. Ja. Und die haben präsentiert besten Filmsong, wenn genau. Ich mich recht erinnere. Und beste Filmmusik dann auch gleich noch danach. Genau, besten Song und beste Filmmusik. Bester Song war ja, achso, brauchen wir jetzt nicht so sehr hier bei Fortsetzung folgt. Da hat die, glaube ich, Burlesque, ne, gewonnen. Genau. Für den besten Song. Ich weiß nicht, so einen Film, den werde ich mir nicht anschauen. Ich auch nicht. Die Rede, die sie gehalten hat, war irgendwie ein bisschen... das war übrigens, glaube ich, eine bekannte Sängerin, ne? die da gewonnen hat. Also ich hatte zumindest mal ihren Namen gehört. Ich glaube, die hat... Diane Warren, genau. Ich glaube, die hatte selber auch schon mal irgendwie Lieder rausgebracht gehabt unter ihrem eigenen Namen. Also sie hat auch schon irgendwie gesungen, ne? Na egal. Ja, da unter ich mich jetzt, habe ich keine Ahnung. Bester Score dann für... Natürlich Social Network, Trent Reznor. Ja, zu Recht, finde ich. Auf jeden Fall. Also ich, das klingt jetzt komisch, ne, weil ich habe den Film nicht gesehen, aber ja, die Trent Reznor-Sachen gefallen mir. Und ich hatte mir da schon bei iTunes, konnte man diesen Score mal sehr günstig erwerben. Und da habe ich mir den schon mal geholt. Weil die Trent Reznor, also auch dem seine eigenen Musiksachen, gefallen mir eigentlich immer ganz gut. Und den Soundtrack kenne ich schon. Es fehlt nur noch der Film. Ist ja schon was. Also ich muss auch sagen, Inception war ja auch nominiert. Das war natürlich auch sehr cool, was da lief. Aber echt Social Network war... Ich muss sagen, von Inception, von dem kompletten Soundtrack, war ich etwas enttäuscht. Ich hatte da auch die CD. Aber da ist halt so dieses Hauptthema, dieses ganz Tiefe. Und dann gibt es noch dieses zweite Thema. Mhm. Die sind wirklich richtig gut. Und die anderen Sachen sind so, naja, ich meine, gut, wenn du den Film gesehen hast, du erinnerst dich dann halt an die Szenen wieder, aber ja. Ist jetzt nicht keiner, den man wirklich durchgängig hören kann, der, wo jeder Song gut ist oder wo jedes Musikstück, besser gesagt, gut ist. Nächste Kategorie haben hier die zwei, also die eine ganz junge und der, wer war das, Justin Bieber, nee, wie ist der andere? Ich suche gerade. Noch einer aus dieser Clique da hier. Hier diesen 3D Animationsfilm. Genau, die haben besten Animationsfilm präsentiert gehabt. Ach doch, und Justin Bieber und... Ist das Justin Bieber? Hailee Steinfeld oder so. Ist er so klein? Woher kennst du die? Keine Ahnung, ich lese es gerade hier. Okay. Der ist ja noch kleiner als die. Und da waren ja diverse Sachen nominiert, also Despicable Me, also ich einfach unverbesserlich. The Illusionist, Drachenzähmen leicht gemacht, Tangled, also wie hieß das, Rotkäppchen, nee, nicht Rapunzel und Toy Story 3 und gewonnen hat ja Toy Story 3. Ja. Yeah. Und ich finde zu Recht, also ich habe den Film, der lief bei uns in der Sneak, sogar in der Originalversion 3D Sneak, was relativ selten ist bei uns und ich habe dem auch 9 Punkte damals gegeben. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich habe keinen von denen gesehen, denn ich mag Animationsfilme nicht, ich mag das alles nicht. Okay. Kein gesehen. Aber guter Witz von dem Preisträger, als er den Preis gekriegt hat, so hier Justin Bieber und der Kleine, sagt mal, war die überhaupt schon geboren, als Toy Story 1 lief? Ich glaube nicht. Dann als nächstes kam natürlich gleich die Ankündigung auch von Ricky Gervais, zu sagen, ja, den nächsten Herrn kennen Sie aus Filmen wie, ich weiß gar nicht, was er da gebracht hatte. Kiss Kiss Bang Bang auf jeden Fall. Genau. Und dann noch irgendwas. Bowfinger. Ja, genau. Oh, this sound like porn movies. Da haben wir noch so ein paar Beispiele gebracht, die alle auch so doppelt schlüpfrig waren. Und okay, manche kennen ihn auch aus der Betty Ford Klinik, aus der Betty Ford Entzugsklinik oder auch aus dem California State Prison. Meine Damen und Herren, hier ist Robert Downey Jr. Und da habe ich mich halt weggeschmissen. Ne? Und ich meine, er hat es eigentlich relativ locker weggesteckt.
ich habe letztens mal eine Reportage gesehen bei uns. Wir haben so einen Sender, der heißt Biography Channel. Und da zeigen sie wirklich den ganzen Tag irgendwelche Biografien. Geht meistens immer eine Stunde, die Slots. Ist immer total interessant. Und da haben sie auch von Robert Downey Jr., dem seine ganzen Ups und Downs gebracht. Das war total interessant. Also, wie der sich da gefangen hat. Also, ich hoffe wirklich nur, dass es jetzt endgültig mal geschafft hat. Ne? Es war echt traurig damals auch bei Ally McBeal. Der hat ja da so, war ja so cool und war auf einmal weg. Jeder hat sich gefragt, warum. Ja. Und ich fand ihn eigentlich immer schon cool. Ich glaube, damals auch bei Breakfast Club hat er auch mitgespielt. Bringe ich da was durcheinander? Nee. Zumindest da in den ganz alten Filmen. Ne? Ja, das kann sein, ja. Jawohl. Ja, er ganz schick und mit einer ganz roten Krawatte zu einem Silber. Dazu habe ich was gelesen, was dir gefallen müsste. Und zwar, der war mit seiner Frau einkaufen vorher oder mit seiner Freundin und wollte sich was ganz Schickes für den Abend kaufen. Man sieht ja auch, die ganzen haben alle schwarz an, ne? Schwarze Jackets und schwarze Krawatten, so diesen Reservoir Dogs Look. Und seine Frau hat gesagt, nee, das machst du nicht. Und da waren sie bei Prada, also sein komplettes Outfit ist von Prada, das von seiner Frau auch. Und da hat er sich quasi dort komplett einkleiden lassen. Und alle anderen haben halt irgendwie so Smoking angezogen. Allerdings so diese Witze, die er gebracht hat, die fand ich so ein bisschen so, war so ein bisschen Fremdschämen bei mir. Ging dir das auch so? Es ging. Also boah, da so die Damen angesprochen. Ja, also wir müssen gleich dazu sagen, er hat jetzt beste Hauptdarstellerin Komödie präsentiert. Und da hat halt die Damen alle namentlich und hat halt zu jeder was gesagt so ein bisschen. Und manches ging so ein bisschen schief, hatte ich das Gefühl. Aber naja, nominiert waren da Anne Hathaway, Angelina Jolie, Julianne Moore, Emma Stone und Annette Bening. Und Annette Bening hat es dann auch gemacht. Annette Bening für? The Kids Are Alright. Ah, hast du den gesehen? Nee. Mich hat es gefreut, Emma Stone für Einfach zu haben, beziehungsweise Easy A. Den Film habe ich auch nicht gesehen, aber ich hatte damals den Trailer mal mitgekriegt und fand das gar nicht so schlecht. Habe aber gedacht, das ist eher so halt Teenie oder so für Leute wie mich, die auf sowas stehen. Aber dass man für sowas nominiert wird, das hätte mich extrem gefreut, wenn die gewonnen hätte. Auch wenn ich den Film nicht gesehen habe, aber Emma Stone ist per se ja eigentlich eine coole Sau und naja. Ja, dieser Love and Other Drugs, der läuft ja demnächst an. Der läuft so. Der klingt eigentlich. Der klingt nicht so. Läuft er schon? Oder läuft schon, ja. Klingt auch sehr interessant, finde ich. Also mit Dings hier und mit Jake Gyllenhaal war es, glaube ich, ne? Und war das richtig? Erzähl ich jetzt Quatsch. Nee, genau. Wo sie irgendwie eine Krankheit hat, ne? Sie hat, glaube ich, irgendwie Parkinson oder irgend sowas und will deswegen nur kurze Beziehungen, weil sie sich nicht erst lange an jemanden binden will, damit derjenige dann nicht den Verlust hat und so. Das klang irgendwie ganz interessant. Angelina Jolie für The Tourist zu Recht nicht bekommen. Aber als für Kategorie Komödie? So. Ja gut, da haben sie ja auch alle rumdiskutiert, ne, weil das ja eigentlich keine Komödie ist und woanders hat er halt nicht reingepasst. Und, aber musste ja unbedingt nominiert werden, weil sie ja bestochen wurden. Genau, weil sie alle mal mit denen zusammen feiern wollten. Übrigens, das mit Breakfast Club, was ich vorhin erzählt habe, war natürlich Quatsch. Das habe ich verwechselt. Ja, aber der hat ja damals auch in einigen anderen Filmen mitgespielt. Mel Gibson, wo sie da mit diesem Flugzeug fliegen. Und glaube ich, bei Lisa, der helle Wahnsinn, der läuft auch manchmal noch auf RTL 2 oder so. Hat auch mitgespielt. Überforderst mich gerade, keine Ahnung. Air America hieß der mit Mel Gibson. Genau, das fällt mir gerade wieder ein. Ja, Natural Born Killers hat er auch mitgespielt. Gut, Annette Bening, ja, hatte die nicht damals auch für American Beauty was bekommen? Weiß gar nicht mehr, bestimmt. Die Rede war jetzt nicht ganz so der Bringer. Ja. Mhm. Danach kam Sylvester Stallone. Er hat hier The Fighter vorgestellt. Und danach kam dann die Tilda Swinton und der Typ, weiß ich jetzt nicht mehr, wer das war, die vorgestellt haben, bester Schauspieler in einer Miniserie oder TV-Movie. Weißt du noch, wer der Typ war? Jeffrey Rush. Hier ist es. So, da hatte ich getippt Al Pacino. Da war er nominiert für You Don't Know Jack. Carlos der Schakal hier, der Edgar Ramirez war nominiert. Ian McShane für Die Säulen der Erde und Idris Elba für Luther.
Was hattest denn du eigentlich? Ich habe auch Al Pacino getippt, weil ich die anderen nicht kannte. Wieder bessere, na hier, Säulen der Erde lief jetzt irgendwie mal auf Sat 1, glaube ich. So, Dennis Quaid, naja, egal, ich habe trotzdem Al Pacino, weil ich ihn am coolsten finde. Und hat auch gewonnen. Jo. Ich kann ihn ja total, ich sehe den total gern, Al Pacino. Und egal was das Spiel, sei es nun Der Duft der Frauen oder sei es nun Heat oder auch seine älteren Sachen hier, Scarface oder, weiß nicht, Carlitos Way und wie sie alles heißt, ne. Und da, Rede war auch ganz gut, die er gemacht hat. Aber hier, Tilda Swinton, die hat ja ein seltsames Kleid an, oder? Das war oben wie so ein weißes, ganz normales weißes Hemd und das artete dann unten in so einem Sack aus, ne? Wie so ein Sack. Na gut, wir wollen ja nicht so lästern, die Leute. Hey, ansonsten, wir sind immer ordentlich gekleidet. Ansonsten, die haben ja dann noch eine zweite Kategorie gleich nachgeschoben gehabt. Schauspielerin in einer Miniserie oder TV-Movie. Ganz genau. Und da gab es zur Auswahl. Hast du es parat? Ja. Claire Danes für Temple Grandin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Keine Ahnung. Hayley Atwell für Säulen der Erde. Judi Dench für Cranford. Romola Garay für Emma. Jennifer Love Hewitt für The Client List. Und es war Claire Danes. Hat gewonnen. Hat nur eine Person richtig getippt. Und zwar ich. Ja, genau. Hast du es gewusst oder hast Nein, du Ich habe gerade, weil ich Claire Danes sowieso ganz fantastisch finde. Und ich habe ja schon für den Temple Grandin bei bestem Fernsehfilm hatte ich ja schon getippt und habe ich gedacht. Hier jetzt auch. Und die Claire Danes, die hatte schon ein ziemlich cooles Kleid an, ne? Oh, auf jeden Fall. Ei, der Rücken. Das war ja nicht nur ein kleiner V-Ausschnitt irgendwie, das war ja der komplette Rücken frei. Das sah ja so gut aus. Das ist quasi so ein, müsst ihr euch vorstellen, wie ein breiteres Stoffband, was einfach so in der Höhe des Gürtels irgendwie festgemacht ist und dann einfach nur vorne rumgeht. Nur vorne nach oben und oben wird es um den Hals gehalten, ja, wie mit so einer Schlaufe halt, ne, um den Hals. Also der ganze Rücken und die Seite war frei. Also wirklich wunderschön, auch eine schöne Farbe und sie hat so schöne blonde, kurze Haare, die hinten ganz schlicht zusammengebunden, zusammengesteckt. Also liebe Männer, googelt einfach mal Claire Danes Golden Globes 2011, dann seht ihr das schöne Kleid, tipptopp. Aber ist natürlich auch eine ziemliche Hungerlatte, ne? Oh ja. Also wie so viele, also was da so momentan um sich greift, ist echt schlimm in Hollywood. Ich fand übrigens deiner Lobhuldigung von Claire Danes jetzt zum Trotz, ich fand, die hat die schlechteste Rede gehalten, habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Okay. Ich fand's echt mies, also wie sie da so und da noch und das noch es klang alles so wie, ja, was, ich muss es halt jetzt vorlesen, so. Also war nicht ein bisschen Emotionalität irgendwie drin oder irgendwas Rührendes oder irgendwie was Persönliches oder so. Das war alles irgendwie so Pillepalle irgendwie, fand ich. Ja, die war halt auch aufgeregt. Wen hat man denn als nächstes? Ach so, da in dieser Serie spielt offensichtlich auch diese autistische Frau mit, die war auch im Publikum. Und ich dachte, die hat die gespielt. Oder die hat die gespielt, das kann auch sein, ja. Genau, dass sie die gespielt hat und bei irgendeiner Preisverleihung war die auch schon mal da. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Ich glaube hier die People's Choice Awards oder so. Jo, wen hat man als nächstes? Mach du mal als nächstes. Dann haben wir hier war es Zac Efron? Der, The Kids Are Alright angekündigt hat oder präsentiert. Ich weiß nicht, ich erkenne den nicht. Ich sehe den hier nur gerade. Aber da wird kein Name ich glaube, das war The Kids Alright. Dann kam nach The Kids Alright kam wieder eine Runde und das war dann wieder sehr lustig mit Tina Fey und Steve Carell. Steve Carell ist natürlich wieder angekündigt worden und für die es vielleicht nicht wissen, Ricky Gervais spielt oder hat das Original The Office erfunden, was im englischen Fernsehen läuft. Und Steve Carell spielt in der US-Version von The Office quasi die Rolle, die Ricky Gervais im englischen Original spielt. Und im Deutschen gibt es die Serie auch, die heißt dort einfach Stromberg. So. Und Tina Fey, bekannt aus 30 Rock, die ist ja auch total lustig. Und was sie da so erzählt haben, war auch ziemlich cool, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, das war... Ich mag die zwei sehr. Die hatten ja letztes Jahr den Film Date Night
Und da hatte ich mich extrem drauf gefreut, weil die zwei großartige Komiker sind, sie ja auch von Saturday Night Live. Und der Film war, also ich sag mal, man kann nur wirklich gucken. Es war eine einigermaßen gute Komödie, aber ich habe da echt gedacht, da wird jetzt ein ganz fabelhafter Film draus. Und das war es leider nicht. War ich enttäuscht. Ja, Date Night war ziemlich enttäuschend. Den hatte ich auch letztens mal besprochen gehabt im Kinocast. Weil ich hatte den auch mal nachgeholt gehabt auf DVD. Die Kategorie, die sie präsentiert haben, war Best Screenplay bei einem Kinofilm. Und gewonnen hat The Social Network. Genau. Und danach kam gleich noch was, nämlich... Also kannst du das beurteilen? Hat das so das beste Screenplay von den vorgestellten Filmen? Oder? Also es war ja noch 127 Hours von Danny Boyle. The Kids Are Alright, Inception und The King's Speech. Hm. Gesehen habe ich von den anderen ja wirklich nur noch Inception und keine Ahnung, Drehbuch ist immer so eine Sache. Hm. Wie man das beurteilt. Also zu Unrecht war es nicht, aber Inception war ja, Inception war für mich trotzdem der Überfilm noch vor Social Network da. Ich fand auch, dass Inception insgesamt ein bisschen sehr leer ausgegangen ist hier. Ja, also, komplett leer. 127 Hours, den werden wir voraussichtlich am Montag in der Sneak haben. Wir bekommen ja immer so kleine Tipps. Und der Tipp diesmal lautete nonverbal. Und da ich gelesen habe, dass der Film irgendwie die erste halbe Stunde völlig ohne Worte auskommt, weil wir da nur sehen, wie er klettert, wie er fällt, wie er dann irgendwie versucht durchzukommen. Ach, und mit James Franco. Genau, mit James Franco, der fällt ja in diese Felsspalte rein und ist ja nach einer wahren Geschichte, muss ich dann selber irgendwie, um freizukommen, irgendwie einen Arm amputieren und dann irgendwie hochklettern wieder und dann doch irgendwie 5 Kilometer noch kriechen und Regie hat geführt hier von Danny Boyle, von der auch Trainspotting gemacht hat oder auch wahrscheinlich auch eher vergleichbar mit Slumdog Millionaire. Von der Kamera her ist auch wieder sehr einfache, wahrscheinlich mit Digitalkamera gedreht und so relativ nah dran an den Personen. Und könnte gut werden. Also falls der kommt, würde ich mich freuen. Ne? Mehr besser, als wenn irgendwelche andere Quatsch kommen. nächste Kategorie war... Beste Nebendarstellerin. Supporting Actress, genau. Beste Nebendarstellerin in einer TV-Serie oder Miniserie. Genau. Das hört ihr jetzt als ein Stereo, liebe Zuhörer. Ja, besser so als gar nicht. Und präsentiert von Chris Evans und Chris Hemsworth. Kennst du die? Der eine spielt in Thor demnächst mit, kommt ein Actionfilm raus über den germanischen, ist das ein germanischer Gott? Na, zumindest ein nordischer Gott, Thor. Also ist das ein Gott? Oh Gott, schlecht vorbereitet. auf jeden Fall diese Figur Thor, ja, mit dem Hammer, deswegen auch Thors Hammer. Ne? Und soll in 3D kommen. Der Trailer sieht, aus. Ich weiß nicht, es ist zwar eine Menge Butenzauber, aber so richtig reißt er mich nicht vom Hocker, aber gut. Vom Trailer kann man ja nicht noch auf den ganzen Film schließen. Manchmal reißt es auch dann irgendwie ein zweiter Trailer raus. Und der andere spielt demnächst in Captain America. Ist auch eine Superheldenverfilmung. Spielt den Captain America, soweit ich mich richtig erinnere. Beste Serien, Hauptdarstellerin, Komödie oder Musical. Nominiert waren unter anderem... Nebendarstellerin. Okay. Aber mit Komödie oder Musical bin ich schon mal halbwegs richtig, oder? Nee, das ist wieder dieses allgemeine. Ach so, also beste Nebendarstellerin. Okay, also nominiert Jane Lynch für Glee, Julia Stiles für Dexter, Kelly MacDonald für Boardwalk Empire und Sofia Vergara für Modern Family. Und Hope Davis für The Special Relationship. Okay, sehe ich jetzt hier nicht, weil den hat niemand getippt. Entschuldigung. es hat ja gewonnen Julia Stiles. Nee, Jane Lynch. Natürlich. Julia Stiles habe ich getippt. Genau, so. Julia Stiles hast du getippt, deswegen hatte ich die Spalte gerade offen. So. Jane Lynch für Lee hat, Klee hat nur einer getippt, nämlich der Martin Kaul aus Dresden. Und ich glaube, das ist der bei mir beim Weihnachtskalender-Gewinnspiel den ersten Preis gemacht hatte. Ich mich recht erinnere. Also hat sonst keiner getippt, er hat einen einzigen Punkt bekommen. Warum hast du denn nicht Klee getippt? Ja, du bist doch so ein Klee-Fan.
Ja, aber ich habe zwischen ihr und Julia Stiles geschwankt und keine Ahnung, ich habe gedacht, Jane Lynch, die hat jetzt schon den Emmy gekriegt und ja, jetzt ärgere ich mich auch, dass ich sie nicht getippt habe, ich weiß nicht, das war dann... Jetzt erscheint dir das logisch. Ja, ja, genauso wie Broadway Empire mir jetzt logisch erscheint. Ja gut, hinterher ist man immer schlauer, ne? Das stimmt allerdings. Wen hast du denn getippt? Ich habe, was fragst du mich? Ich glaube Dexter, warte mal. Wo stehe ich denn? Hier unten. Nee, Sofia Vergara für Modern Family. Die ist aber auch sehr cool. Also. Ja, ich glaube, ich habe da mehr nach Oberweite getippt hier. was wollte ich gerade sagen? Ach so, hier diese Jane Lynch, habe ich das richtig mitbekommen? Die hat eine Frau, ja? Ja. Genau. Und das ist mir diesmal noch viel mehr aufgefallen als sonst. Es haben unglaublich viele Gewinner, ich weiß jetzt nicht mehr, wer von den anderen das noch war, gesagt, ja, irgendwelche Typen haben gesagt, ich grüße meinen Mann oder irgendwelche Frauen haben gesagt, ich grüße meine Frau oder sowas. Also fand ich schon ein bisschen... Na, Chris, diesmal ist es mir richtig aufgefallen. Der Chris Colfer von Glee, der vorhin schon als bester Nebendarsteller, der ist auch schwul. Der das auch irgendwie... Ja, wer hätte das gedacht, ja? Offense gay oder so. nee, aber diesmal ist mir das extrem aufgefallen. Nächste Kategorie, präsentiert von... 13 aus Haus. Yes, Olivia Wilde. Olivia Wilde. Ich denke mal, bestes Kleid. Olivia Wilde klingt. Ach ja, nein, ja, ja, bestes, ja. Bestes Kleid kommt immer noch, aber ich weiß nicht. Olivia Wilde klingt immer irgendwie so wie Porno-Darstellerin oder so. Und der Typ, wer war das? Robert Pattinson. War das Robert Pattinson? Ah, genau. Bester Foreign, also ausländischsprachiger Film, Foreign Language Film, hat gewonnen In a Better World, Dänemark. Dänemark. Die Regisseurin Susanne Bier. Und ja, fand ich irgendwie ganz cool. Also zum einen so diese Story, wo sie die kurz gezeigt haben. Ich habe mich auch ein bisschen über den Film informiert. Der macht echt einen guten, der Film. Also ich glaube, den werde ich mir mal irgendwie anschauen. Sah irgendwie ganz interessant aus. Die Rede war natürlich auch lustig mit ihrem dänischen Akzent da. Ja, ich muss nochmal auf das Kleid von Olivia Wilde, das für mich das beste Kleid des Abends. Normalerweise stehe ich nicht auf diese Tüll-Prinzessin-Kleider irgendwas. Ah, das sah so schön aus. Also ich weiß noch nicht, wie die gute Frau damit sitzt. Wahrscheinlich gar nicht. Ja. Deins kommt noch, dein bestes Kleid? Ja, meins kommt noch. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Und was mir gerade noch einfällt, als ich gerade so durchs Publikum mit der Kamera, ich habe da vor uns Michelle Williams gesehen. Die Witwe von Heath Ledger, hat die sich da Haare abrasiert? Die hatte ganz kurze Haare. Ist dir das vielleicht aufgefallen? Muss ich sagen, die habe ich nicht erkannt. Okay, vielleicht verwechselt. Ich wollte es nochmal googeln, weil es jetzt erst wieder einfiel. Ja, das sah ja nicht schön aus. Als nächstes kam dann beste Hauptdarstellerin in einer TV-Serie, Komödie oder Musical. Als erstes kam die Frau für Red, die hat aber einen Film The King's Speech vorgestellt. Ach nee, das war Judi Dench, oder? Ja, die hat, aber das habe ich jetzt mal übersprungen. Es ja, kam doch, dann, ich wie ich jetzt bereits mehrfach erwähnt habe, nominiert waren unter anderem Laura Linney für The Big Sea, Lea Michele für Glee, Tina Fey für 30 Rock schon wieder. Toni Collette für United States of Tara schon wieder. Habe ich jemanden vergessen? Nee, es waren so vier. Edie Falco für Nurse Jackie. Okay, dann habe ich doch jemanden vergessen. Und das sind übrigens die Presenters, sind Vanessa Williams und Blair Underwood, der Präsident von The Event. Ah, okay. Oh, das reicht nicht, Präsident von The Event. Daher kannte ich den, okay. Also, du hast getippt Laura Linney für Big C. Yay! Ich habe getippt Laura Linney für Big C. Warum? Yay. Weil du gesagt hast, das ist gut. Ja, ich habe sie getippt, weil ich mich gefreut hätte, dass sie gewinnt. Nicht aus bestem Wissen und Gewissen. Und ja, sie hat gewonnen. Schön. Ebenso richtig getippt hat auch der Sven aus Plauen, der Frederik aus Bochum, der Peter aus Kassel, der Martin aus Dresden, der Richard aus Mainz und der Daniel aus Leipzig. Ey, so viele Leute mit Geschmack. Und die Annemarie natürlich, ja.
Ich glaube, die werden aber alle den Fortsetzung Folk Podcast gehört haben und gehört haben, wie du von The Big C geschwärmt hast und werden sich gedacht haben, okay, wenn der Annemarie das sagt, dann wird es schon gut sein. Denn Tina Fey, die hat schon ziemlich viele Preise ja bekommen. Toni Colletti war, glaube ich, letztes Jahr dran, deswegen habe ich gedacht, das ist das Naheliegendste. Ja, hatte ich erzählt, dass ich The Big C schon die erste Staffel komplett fertig geguckt habe. Grandios. Also ich sag mal so, wer die ersten 3-4 Folgen, wer immer noch ein Schwarm damit geworden ist, der muss auch nicht weiter gucken, weil das bleibt schon so, wie der Anfang ist. Es wird da nicht anders von der Erzählstruktur her, aber eine wirklich schöne Serie. Und in der vorletzten Folge dann auch viele Tränen zu vergießen, zumindest für Leute mit Gefühl. Ja, muss ich jetzt mal so hinnehmen. Ja, angucken, Erik. Gehen wir mal weiter. Bester Schauspieler in einer TV-Serie, Komödie oder Musical. Präsentiert von Penny. Genau, wie heißt sie? Kaylee Cuoco, genau. Ja, der Name ist irgendwie. Und wie hieß der andere? Matthew Bomer. Achso, ja, den ich eigentlich kenne. Matthew Bomer, bekannt aus White Collar. Chuck, ach ja, aus Chuck, genau. Texas Chainsaw Massacre, The Beginning. Flight Plan. Traveler hat er auch mitgespielt. Und das war doch meines Erachtens die schönste Szene des Abends, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war doch so herrlich, weil man muss dazu sagen, für die, die vielleicht The Big Bang Theory nicht schauen, und es gibt ja manche, die nicht schauen aus irgendwelchen Vorbehalten oder die mal reingeschaut haben, oh, Nerd-Serie geht nicht vorwärts. Oh. Ich habe heute das Wort gehört. Deswegen ihr wisst gar nicht, was euch entgeht, dann lasst es halt sein, dann guckt weiter euren Tatort oder so, keine Ahnung. Hey, nix gegen Tatort, ja. Oder irgendwas anderes, ja, verlorene Liebe oder wie ist das alles, verboten. Na jedenfalls, die Penny, also die eine von den Präsentatoren, spielt also, in der Serie mit. Ja, sag mal erstmal, bester Serienhauptdarsteller Jim Parsons für Big Bang Theory war nominiert. Alec Baldwin für 30 Rock. Steve Carell für The Office. Thomas Jane für Hung. Und Matthew Morrison für Glee. Das hat ja jetzt gut geklappt. Wunderbar. Hier bei Fortsetzung. Folgt. Jawohl. High five. Genau, Microphone 5. Gewonnen hat natürlich, was heißt natürlich, so natürlich war es nicht. Es war für mich auch eine große Überraschung, muss ich sagen. Jim Parsons für The Big Bang Theory und der Moment, in dem, ich sag mal Penny, Penny den Umschlag öffnet und selber völlig fassungslos, oh ja, er ist es. Und so richtig hüpft und vor Freude und man hat richtig gemerkt, ja, also das ist definitiv. Greift sich so auf die Brust, also hier an den Oberkörper und so, ja. Oh mein Gott, und dann, oh. Genau, Jim Parsons. Big Bang Theory. Also ich glaube, Big Bang hat es ja gar nicht mehr gesagt. Ne? Ja. Ach, Jim Parsons. Und ist dann so total happy und als er nach oben kommt, umarmt ihn dann so und schafft es kaum zum Mikrofon, ja, weil sie noch so an ihm hängt. Und es kann sich kaum von ihm losreißen. Und das fand ich. Übrigens hast du gesehen an dem Tisch, an dem Big Bang Theory Tisch, die anderen, die da saßen. Da saß auch der Wolowitz. Also ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Sorry. Ja. Sah richtig, richtig schick aus, ne? Ja, die sahen alle im Anzug so. Hatte nicht sein komisches, was es sonst immer so irgendwie mit so einem stechendem Lila oder sowas. Mit Karottenhosen. Und hier der andere Hauptdarsteller hier ohne Brille und so, sah richtig schneidig aus. Und die saßen so am Rand, die hatten so echt den letzten Tisch so am Rand. Naja. TV-Serie, ne? 20 Minuten TV-Serie, ne? Die werden an den Rand gesetzt. Und die großen, The Pacific und so und Miniserien, die kommen ganz nach vorne und Filme, ne? Ja, na, nächstes Jahr sitzt dann bestimmt auch weiter drin, wenn es Jim Parsons. Aber es war eine echt, also das war echt eine schöne Szene, also da. Ja, schönste Szene des Abends, finde ich, ja. Ja. Und die hatte auch, also ich habe es erst fast nicht erkannt, ne, mit diesem Kleid, die sah ja aus, ne, also nicht wie man sie so kennt, ne, aus der Fernsehserie da so. Ja, genau, ich gucke gerade die Szene nochmal an. Ja, jetzt guckst du auch gerade. Genau, und das Komische war, da haben dann einige Leute, auch der Dr. House hier, der hat dann zu seiner Bekleidung gesagt, so hat dann sich so mit der unterhalten und man konnte fast so Lippen ablesen,
so richtig so nach dem Motto, warum ist denn das jetzt so, ne? Und da hat seine Bekleidung ihm erklärt, naja, die spielen zusammen in einer Serie oder so, das sah fast so aus, ne? Hast du die Szene erkannt? Ja, ich habe gesehen, dass er sie irgendwas fragt, oder so komisch guckt, so von wegen, was, ja, stimmt, was so, hier los, ja. So, was ist denn da, warum, ja, so, was ist denn da, ne? Und sie dann so, ja, die sind zusammen, es sah fast so aus wie, ja, die sind zusammen in einer Serie oder so, ne? So ähnlich sah das aus. Habe ich zumindest so gedeutet. Aber die Rede dann war auch ziemlich gut, aber man hat gemerkt, er hat wahrscheinlich nicht sehr vorbereitet, weil er nicht damit gerechnet hat, dass er da was bekommt, ne, oder? Wisst nicht. Naja, dadurch, der hat ja auch den Emmy im Sommer gekriegt, also ich habe es ja auch getippt, also ein bisschen habe ich schon damit gerechnet. Warte mal, was habe ich denn, wer hat es denn getippt? Ja, die meisten haben Big Bang getippt, du auch, der Daniel, der Erik, der Martin aus Dresden, der Peter aus Kassel, der Frederik aus Bochum, der Sven aus Plauen, das ist eine Lieblingsserie übrigens, Six Feet Under ist. Der was? Und aus Plauen. Der Six Feet Under ist? Sven aus Plauen, dessen Lieblingsserie Six Feet Under ist. Ich dachte, er ist aus Plauen, gar nicht weit weg von dir. Der Julian aus Wir sind hier nicht Wien. Auf dem Viehmarkt, Erik, du musst mich verstauen, mit irgendwelchen Leuten verkuppeln. Der Julian aus Wien hat auch richtig getippt, ja. Haben die meisten richtig getippt. Ein paar Leute haben Glee getippt, ein paar Leute haben Steve Carell getippt und zwei Leute haben Alec Baldwin getippt, ja. Ja, sehr schöne Szene. Danach kam, was kam danach? Beste Nebendarstellerin in einem Film. In einem Film, ja, okay. Ja, von Jeremy Irons. Präsentiert. Genau. Und wer war da alles nominiert? Beste Nebendarstellerin. Melissa Leo für The Fighter, Amy Adams für The Fighter, Helena Bonham Carter für The King's Speech. Irgendwie sieht die immer gleich aus mit ihren komischen Haaren, ja, oder? Also seitdem die damals, in welchem Film war das, wo die das erste Mal so aufgetreten ist, seitdem rennt die immer mit diesem riesen Vogelnest da rum. Ich kenne die eigentlich nur so. Mila Kunis für Black Swan, Jackie Weaver für Animal Kingdom. Black Swan hatte ich eigentlich immer gehofft, dass der bei uns in der Sneak läuft. Kam leider nicht und jetzt ist er regulär gestartet. Wird's wohl nichts mehr. The King's Speech, ja, denke ich mal, ist ein ziemlich guter englischer Film. Der wird auch bei diesen BAFTA Awards, also von dieser British American Film irgendwas da, da wird er bestimmt gewinnen. Ja. Und The Fighter gleich zwei Rollen nominiert. Also der Film ist bestimmt richtig gut. Und die eine von beiden hat es gekriegt. Wer auch immer das ist. Melissa Leo. Melissa Leo, ja, die ältere von den zweien. Die andere ist ja noch jünger, die kann ja nochmal gewinnen. wenn sie die Qualität hält. Als nächstes kam Matt Damon. Ach genau. Ich muss langsam die Witze lassen, ne? Die sind glaube ich abgenutzt. Die Team America Witze. Er hat den Lifetime Award, wie heißt es? Cecil B. DeMille Award für Robert De Niro vergeben. Standing Ovations. Seine einleitenden Worte fand ich jetzt nicht so toll. Ja. Nee. Also wo er dann versucht hat, irgendwie ihn zu zitieren und hat es schlecht gemacht, fand ich. Ja, fand ich auch. Und hätte ich lieber gelassen und die anderen Sachen. Und dann natürlich die Filmzusammenstellung war super. So Best of Robert De Niro. Und ich habe ja das war eigentlich so eine von relativ frühen Erinnerungen aus meiner Kindheit und Jugend, dass ich mal von einem Film richtig, richtig geplättet war, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist ein Film, der wird dich noch lange, lange beschäftigen. Das war der Film Es war einmal in Amerika mit unter anderem Robert De Niro. Mhm. Der lief damals bei uns, das war noch zu DDR-Zeiten im Kino und die Originalfassung geht ja 4 Stunden. Und dann sitzt du echt 4 Stunden im Kino, es ist keine Minute langweilig und es ist einfach nur richtig gut. Du wirst da in diese Zeit entführt. Das ist natürlich auch ein Sergio Leone-Film, der ja auch, der hat ja diese Once Upon a Time-Trilogie gemacht. Denn dieser Es war einmal in Amerika, der heißt ja auch eigentlich auch im Original Once Upon a Time in America. Und Spiel mit das Lied vom Tod hieß eigentlich im Original Once Upon a Time in the West. Also das gab da so eine ganze Reihe mit diesen Filmen. Und der spielte halt in New York, in Brooklyn, da so, man konnte das war so unter dieser Brücke da, haben diese Leute da gewohnt in den Häusern, und da geht's halt um so eine ganze Lebensgeschichte, ne? Angefangen von einem kleinen Jungen, wie der dann so ins kriminelle Milieu kommt und sich irgendwie so hocharbeitet und wird dann teilweise auch so mit Rückblenden erzählt und ziemlich großartig und
damals habe ich schon gedacht, boah, der Robert De Niro, deswegen, und die anderen Filme, also ich kenne da alle, die die hier gezeigt hatten, und ich fand eigentlich auch alle großartig. Ja. Okay. Ist, glaube ich, vor deiner Zeit, ne, so Taxi Driver oder Goodfellas. Ey, doch, die habe ich alle gesehen. Kap der Angst oder so, ne, oder Main Street. Gut, Main Street Star, der ist glaube ich 73 rausgekommen, das war ein Jahr bevor ich geboren bin, den habe ich natürlich dann irgendwie nachgeholt. Oder Casino oder, na. Also ich fand es auf jeden Fall dann ganz gut, dass er den bekommen hat oder so. Aber gut, haben sie ja nicht viel dazu zu tun, ne? Müssen einfach nur alt werden und immer gute Filme machen. Was kam dann als nächstes? Als nächstes kam Annette Bening, die beste Regie präsentiert hat. Beste Filmregie, ne? Genau, ja, bei Serien gibt's sowas nicht. Nee, als nächstes kam... Ach so, hier, Das müssen wir erwähnen. Da gibt's manche Leute, die stehen da drauf. Wie heißt die Gutste hier aus aus Transformers? Ja, Megan Fox. Megan Fox, genau, die hat The Tourist vorgestellt. Die und ist aber jetzt verheiratet, liebe Männer. Ich weiß, sieht immer noch gut aus. Ist irgendwie, nee, nicht wirklich. Also, hast du mal Bilder gesehen, ja, wie die vor ihren Operationen aussah? Mein Typ ist doch auch nicht, das habe ich jetzt für die Männer gesehen. Da ist doch nur Plastik dran, also nee. Schlimm, schlimm. Also ich finde sowas schlimm. Und vor allem die Frauen, wenn du mal, ich habe so ein paar Screenshots gemacht, ne? Und wenn du mal die Bilder nebeneinander von diesen ganzen Püppchen, die sehen alle gleich aus. Die sehen fast alle gleich aus, ne? Die haben irgendwie alle denselben Schönheitschirurgen da, diese ganzen Plastikpüppchen da. Aber vor allem Megan Fox, die ist ja erstmal, ich weiß nicht, lügen, 23 oder so. Also die ist noch so jung oder sogar noch jünger als ich. Da, boah. Dann denkst du, wie die aussieht. Naja. Ah, naja, Hollywood, ne? Jo, als nächstes kam... Kam dann tatsächlich Annette Bening. Ja. Mit bester Regie für einen Film. Und die haben sie ja gleich angekündigt, wie, ja, die Golden Globe-Gewinnerin, ja. Annette Bening. Das fand ich ganz witzig. Und gewonnen hat dann David Fincher für The Social Network. Ja. Und wer war da noch nominiert? Black Swan, Darren Aronofsky. Hätte ich eigentlich gewünscht, dass der mal was kriegt. Der hat ja schon so gute Filme gemacht. Denk da nur an Pi oder was hat er noch gemacht? The Fountain zum Beispiel oder The Wrestler. Hat er eigentlich für The Wrestler was gekriegt? Weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall von Requiem for a Dream war ich auch sehr begeistert. Kennst du den? Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Darren Aronofsky, David Fincher Weiteren noch. Tom Hooper, King's Speech, Christopher Nolan für Inception. Hätte ich wenigstens gehofft, dass er den Regie-Oscar kriegt. Und dann David O. Russell für The Fighter. Den wir alle noch nicht gesehen haben. Ja, gekriegt hat es dann David Fincher für besagten Social Network. Hey, was eine Überraschung. Was kam als nächstes? Ah, als nächstes kam mein Lieblingskleid. Oh, okay. wie ist der Typ gleich? Der hat auch bei New York Taxi und so, war das nicht der? Lass mal gucken, wo du bist. Sag mal die Kategorie. Beste TV-Serie, Komödie oder Musical. Ach, hier, warte, Jimmy Fallon ist das. Genau, Jimmy Fallon. Also beste Serie, Komödie oder Musical. Und da ich habe mir den Namen nämlich extra aufgeschrieben, January Jones. Mhm. Dieses Kleid, was nur besteht aus roten Bändern, die so die wichtigsten Namen verhüllen. und ich habe mal ein bisschen recherchiert auch gehabt, in was für Filmen die mitgespielt haben. Ich habe es allerdings jetzt nicht hier. Na, bei Mad Men, sie doch. Ja, aber auch in Filmen. Also bei Mad Men sowieso, aber in welchen Filmen die noch mitgespielt hat, weil ich hatte das irgendwie am Montag im Kinocast mitgenannt gehabt. Moment, ich gucke mal ganz schnell hier nach. Weil tatsächlich Liebe hat die mitgespielt, glaube ich. Die spielt nämlich demnächst in X-Men mit, X-Men First Class. Bei Radio Rock Revolution hat sie mitgespielt. Sie waren Helden, Dirty Dancing 2 hat sie mitgespielt, bei Tatsächlich Liebe, American Pie, jetzt wird geheiratet und so weiter. Banditen hat sie sogar. Jawohl, also man hat sie bestimmt schon mal irgendwie gesehen. Ganz hübsche Frau, ja. So, und beste Serie? Comedy-Serie war nominiert. Glee, Big Bang Theory, The Big C, Modern Family, Nurse Jackie und 30 Rock. Und gewonnen hat Glee. Ha, was eine Überraschung. Ich glaube, ich habe es nicht getippt. Achso, ich gucke dann gleich mal nach. Ich glaube, ich habe Big Bang Theory getippt. Weil ich gedacht habe, wenn dann... Richtig, wenn schon Jim Parsons gewinnt, dann soll die Serie auch noch gewinnen.
Du hast Big Bang Theory getippt. Ich bin da so ein bisschen nach einem Ausschlussverfahren. Was habe ich eigentlich getippt? Ich habe The Big C getippt, weil du gesagt hast, sie ist so super, wenn ich mich schon mal drauf verlasse. Ich bin so ein bisschen nach einem Ausschlussverfahren. Also 30 Rock habe ich gedacht, die kriegen es nicht nochmal. Oder die haben schon so viele Preise. Glaub ja, ich aber nicht. Die haben jetzt auch gefühlte 10 Jahre in Folge den Preis gehabt. Also. Modern Family, ja genau. Modern Family, dachte ich auch nicht, nee, letztes Jahr sind sie mit Preisen überhäuft worden, die sind gerade in der zweiten Staffel, habe ich gedacht, auch nicht. Habe ich gedacht, Big Bang Theory ist vielleicht ein bisschen zu banal, so als, was war noch? Ja, also Big C habe ich dann, ich habe als einziger Big C getippt, siehst du mal. Das Jackie war noch. Big Bang, na, das hat überhaupt keiner getippt. Also Klee, okay, also Klee hatte Marco aus Göppingen, die Sandra und der Julian aus Wien. Aber es irritiert mich, weil ich habe deine Spalte fett markiert, deswegen denke ich immer, du hast es richtig. Ja, es hätte ja eigentlich alles richtig sein müssen. Denkst du Glee zurecht? Also die zweite Staffel hält im Moment nicht mit der ersten mit. Die sind immer noch gute Folgen dabei, aber es zählt ja auch noch von der letzten Season der Hälfte und von daher auf jeden Fall zurecht. Also Glee ist eine Tip-Top-Serie, eine gute. Ich sag mal, die Kategorie ist Comedy und es ist gute Comedy meiner Meinung nach, von daher zu Recht. Wenn schon nicht Big Bang Theory, dann Glee, ja. Danach kam dann Halle Berry mit. Da habe ich dann versucht, irgendwie zu spulen oder so, ne? Also ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was er erzählt hat, ob sie witzig war oder so. Du magst sie wohl nicht. Wie hast du das nur gemerkt? und sie hat irgendwie den besten Haupt- oder Nebendarsteller? Hauptdarsteller-Komödie Musical. Da war nominiert Paul Giamatti für Barney's Vision. Never heard. Johnny Depp, Alice in Wonderland. Johnny Depp, The Tourist. Jake Gyllenhaal, Love and Other Drugs. Und Kevin Spacey, Casino Jack. Also ich fand es erstmal lustig. Oder also nicht lustig, aber wie gesagt, Johnny Depp in der Kategorie zweimal nominiert. Nichts gewonnen. Wäre ja auch für Alice in Wonderland, war ja auch seine stundenlange Präsenz in dem Film und bei The Tourist, okay, ich habe Tourist nicht gesehen, man soll ja eigentlich nicht drüber urteilen, aber schon vom Trailer her fand ich es mies und von daher völlig zu Recht meiner Meinung nach nicht gewonnen. Hast du was? Nee, aber das hat mich auch gewundert, dass er zweimal nominiert war. Das fand ich auch ein bisschen seltsam irgendwie. Da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr Einfallsreichtum ruhig beweisen können, irgendjemand anders da zu nominieren. Barney's Vision ist ein Film von 2010. Es ist eine politisch inkorrekte Story von ein paar Leuten. Dustin Hoffman spielt da auch noch mit. Oder habe ich das richtig gesehen? Scott Speedman spielt mit. Ist es Dustin Hoffman? Nee, Jake Hoffman steht hier. Kennst du Jake Hoffman? Nee. Ach nee, ist das der Sohn? Ja, auf dem Poster sieht es auf jeden Fall aus, als wäre Dustin Hoffman mit dabei. Also IMDb-Wertung 7,3 von 10. Ist auch nicht schlecht, ne? Kann man ja mal... Also ich mag den Paul Giamatti ja sowieso. Das hatte ich auch im Kinocast schon erzählt. Habe ich damals in dem Film Traumpaare Duets mit Gwyneth Paltrow, Huey Lewis und da spielt er auch mit. Da geht es um so Karaoke-Sänger, die so quasi süchtig nach Karaoke wären, nach diesem Nervenkitzel auf der Bühne zu stehen und zu singen vor fremden Leuten und so. War ein ziemlich guter Film, der lief damals in der Sneak, in Gera damals. Und da fand ich den schon ziemlich cool und also die Rede, die er jetzt hatte und erst so, oh, Halle Berry, ahoi, und so. Also wie er das so rübergebracht hat, das war schon irgendwie ziemlich cool. Als nächstes dann hier der Joseph Gordon-Levitt heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Von bekannt aus, oder mir am liebsten bekannt aus 500 Days of Summer. Ja. Und er auf Platz 2, dann Inception. er hat einen komischen roten Button dran gehabt. Ne? Ich dachte, das ist so ein Hack-Button. Ich habe hier, es gibt ja dieses Klamottenlabel Hack von dem Dresdner hier, vom Stefan, vom Böhle. Und der hat nämlich auch solche Buttons. Ich habe einen hier. Oh. Ich sehe ihn gerade nicht. Ja. Und dachte ich erst, das wäre so einer. Deswegen habe ich mal genau hingeschaut. Ne? Was hat der präsentiert? Inception. Best Motion Picture Drama. Na, Inception halt. Also die Vorstellung von Inception. Genau. Also ich finde Inception immer noch einen der besten Filme. Ja. Yep. 2010. Ich habe
jetzt gerade mal angefangen, ein Archiv anzulegen von allen Filmen, die ich bewertet habe im Kinocast. Angefangen mit Folge 1 vom Kinocast. Ach du Gott. Und ja, ich habe es jetzt schon soweit geschafft und habe zumindest bei den letzten schon mal, bei den letzten aktuellen 20, habe ich die Wertung auch rausgesucht. Und ich habe letztes Jahr, 2010, zweimal 10 Punkte vergeben für einen Film. Einmal war Everybody's Fine mit Robert De Niro. Da war es wieder meine Robert De Niro-Affinität. aber der Film war auch ziemlich gut. Und dann war es noch Inception. Zweimal. Letztes Jahr. Und dieses Jahr habe ich auch schon einmal 10 Punkte vergeben. Das wirst du auch erkennen, wenn du den letzten Podcast hörst. Da hatten wir den Film 72 Stunden im Original The Next 3 Days mit Russell Crowe und Elizabeth Banks. Fand ich total überragend. Okay. Hat der Mann gedreht, Paul Haggis, der auch zum Beispiel L.A. Crash gedreht hat oder das Skript geschrieben hat für Million Dollar Baby und so. Vielleicht kriegt er den ja auch mal in der Sneaking Era. Ich war gestern. Und es kam. Da kam ja hier Tucker und Dale vs. Evil, ne? Absolut genialer Film, ey, zieh dir den rein. Ja. Da können wir ja vielleicht nochmal getrennt davon reden, da kann ich das mit reinschneiden in den Kinocast. Als nächstes kam der Dude. Jeff Bridges und wen hat er? Actress, Best Actress in a Motion Picture Drama. Ganz genau. Vorgestellt. Und da waren nominiert beste Hauptdarstellerin Drama Natalie Portman für Black Swan. Halle Berry, Frankie and Alice. Nicole Kidman für Rabbit Hole. Jennifer Lawrence, Winter's Bone. Und Michelle Williams für Blue Valentine. Jetzt mal eine Frage, außer Black Swan, kennst du da einen? Nee. Okay, ich dachte schon, ich bin der Einzige. Also die Damen kenne ich, aber jetzt die Filme, weiß ich nicht. Also Halle Berry Film. Ach doch, Moment, Halle Berry. Da habe ich letztens ein Poster zumindest gesehen. Das sieht so aus wie so eine, wie irgendwie so eine Sängerin. Da hat sie so eine übelste Afro-Perücke drauf. Und ich glaube, da geht es irgendwie darum, dass sie schizophren ist oder irgendwie multiple Persönlichkeiten. Da spielt auch, wie heißt der Däne? Stellan Skarsgård oder so ähnlich. War noch ach, aus True Blood. So ein blonder, ganz hübscher Mann, so ein großer. Ja, genau. Ah, der Vorname fällt mir aber auch gerade nicht ein. Stellan. Achso, nee, dann doch nicht. Nicht Peter Sarsgaard. Nee. Aber das ist auch den meine ich nicht. Und der Typ, der den Film gedreht hat, der hat auch schon zum Beispiel White Noise gedreht, Schreie aus dem Jenseits. Das war so eine, quasi wenn der Fernseher gerauscht hat, dass dann so Stimmen aus dem Jenseits aufgenommen werden können und sowas, so ein Mystery-Ding. Hatte ich damals angeschaut, fand ich bis zu einem bestimmten Punkt ziemlich cool und dann auf einmal hat mich der Film total verloren, also ungefähr so 10% vor Schluss. Okay. Also da fand ich, da ging es dann daneben. Also weiß ich nicht, Frankie und Alice, Halle Berry werde ich mir definitiv nicht anschauen. Ja. wen hat man da noch? Moment, gucken, ob ich noch was dazu sagen kann zu den anderen. Ach hier, Rabbit Hole, Nicole Kidman. Life for a happy couple is turned upside down after their young son dies in an accident. Ja, hat man ja noch nie so eine Geschichte, ne? Aber da spielt zum Beispiel Aaron Eckhart mit, den wir auch demnächst sehen werden in, war der das nicht hier bei Battle Los Angeles oder so? Spielt er nicht auch mit oder verwechsel ich da was? Ist spannend. Ich glaube, ja, doch, ja. Der Regisseur John Cameron Mitchell, der hat zum Beispiel auch noch gedreht, als Actor hat er viel gespielt. Mal gucken, ob er schon was gedreht hat. Drei Sachen hat er gedreht, nämlich Short Bus und Hedwig and the Angry Inch. Also, naja. Scheint ja eher was Kleines zu sein. Hat aber IMDb 7,5 von 10. Vielleicht ja doch was. Was hat man noch? Blue Valentine, ne, oder? Mhm. Und Winterspawn machen wir erstmal. Winterspawn. An unflinching Ozark Mountain Girl hacks through dangerous social terrain as she hunts down her drug-dealing father while trying to keep her family intact. Sorry, Sonja, my English teacher. Regie? Deborah Kranich. Was hatten die noch gemacht? Drei Filme. Oder besser gesagt zwei, ein Shortfilm.
Down to the Bone hat sie noch gemacht. Komisch. Alles so kleine Geschichten, ne? Gerade bei den Frauen. Wahrscheinlich sind in den richtig großen, groß aufgehängten Filmen die Frauenrollen eher nicht so gewesen, ne? Oder? Hm. Naja, außer jetzt Black Swan. Ja, obwohl Black Swan, Dan Aronofsky würde ich jetzt auch nicht gerade als riesengroßen Film bezeichnen. Blue Valentine mit Ryan Gosling, Michelle Williams. The film centers on a contemporary married couple charting their evolution over a span of years by cross-cutting between time periods. Okay. Mhm. Also hauptsächlich so Beziehungsdramen oder sowas. Bäh. Ne? Der Regisseur Derek Cyan-Franz, ein komischer Name, hat zum Beispiel auch gemacht, kennt kein Mensch. Also, die anderen Sachen, sagt mir alles nichts. Irgendwelche TV-Dokumentarserien. Ja. Sehr viele so quasi so neue Akteure, die da auf die Bühne treten. Ah, das ist doch mal was Schönes. So, na erzähl mal, wer hat's denn gewonnen? Natalie Portman natürlich. Die sehr schwangere Natalie Portman. Mit der Murmel. Ja. Genau. Die hat man letztens mal irgendwo noch gesehen, da hat man überlegt, ist die überhaupt schwanger oder nicht? Weil letztes Mal hat man irgendwie gar nicht so richtig gesehen. Aber diesmal hat man es schon gesehen. Ja, auf jeden Fall. Und ich fand auch, die hat sich richtig schön gefreut, die hat richtig schön gestrahlt und ja, ich mag die eigentlich auch. Also. Ja. Die ist okay. Die kann's gewinnen. Nö, die hat bei mir so einen Stein im Brett seit Garden State. Ah ja, natürlich, ja. Da kann selbst Star Wars Episode 1 bis 3 nichts anrichten. Jawohl. Ansonsten, die Rede war auch sehr schön von ihr, fand ich. Mhm. Als nächstes kam dann, ihr kennt ihn alle aus, seine Filme haben 3,5 Milliarden Dollar eingespielt weltweit. Er war in Blockbustern wie Saving Private Ryan, Forrest Gump, Castaway. Castaway und Tim Allen. Also die Ankündigung von Ricky Gervais, die waren echt immer der Hit. Ne? Ja. Und die haben dann halt Motion Picture Burlesque vorgestellt, wenn ich mich recht erinnere. Ach nee, Quatsch, die haben... Bester Film, Komödie. Bester Film, Komödie oder Musical präsentiert, genau so war es gewesen. Und da waren nominiert The Kids Are Alright, Alice in Wonderland, Burlesque, Red und The Tourist. Wer hätte das gedacht? Achso, wir haben gar nicht... Ach nee, das andere haben wir ja nicht getippt. Das wollte ich gerade vorlesen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier von den Filmen, die jetzt hier genannt waren, wenn ich mich dafür einen entscheiden müsste, hätte ich wahrscheinlich Red gesagt. Ich auch. Aber ich fand Red schon ziemlich geil gemacht. Und das ist so ein Film, der es meiner Meinung nach auch verdient hätte, irgendwie gewürdigt zu werden. Weil wirklich die alternden Hollywood-Stars, die sind hier nochmal richtig, haben nochmal richtig auf den Putz gehauen, haben gezeigt, okay, wir können das noch. Ne? Das sind jetzt keine Plastikschönchen oder sowas, die da durch die Gegend stolzieren und immer korrekt ausgeleuchtet sind, wie eine Angelina Jolie, ja, sondern, ja, ganz normal. Ne? Ganz normal, ja. Aber die Story war auch gut. Also es muss nicht nur, dass die gut spielen können, sondern auch ein gutes Drehbuch dahinter. Das hat mir sehr gefallen. Ich glaube, Burlesque war nur nominiert, weil das einzige Musical war. Und da die Komödie, das Ding Komödie oder Musical heißt, denn ich glaube nicht, dass Burlesque jetzt so wahnsinnig, also das ist wirklich der beste Film des Jahres oder so, glaube ich nicht. Alice im Wunderland, weiß ich nicht, also ja, durchwachsene Kritiken ja auch, ne? Und The Tourist ja sowieso. Also dann war es eigentlich klar, dass Kids Are Alright bleibt als einziges übrig. Ja, ich sehe schon, ich muss das mal anschauen. Ich glaube, irgendjemand hatte das auch mal im Podcast gelegt. Gehabt, du hast das nicht. Sneakboard oder so vielleicht oder so. Aber ich kann mich eigentlich nur negativ an den Film erinnern. Ich habe auch mal was über den gelesen und da habe ich nur negative Sachen. Ja, genau. Die hatten, glaube ich, keine allzu gute Wertung. Und das klang auch nur schlecht, was ich da... Also jetzt nicht nur die Meinung, sondern auch die... Was ich an sich über die Beschreibung, das hat mich überhaupt nicht angemacht. Und dass der dann hier so abräumt. Naja, aber wir wissen ja, die Golden Globes sind nicht die Oscars. Ja. Letztes Jahr hat ja zum Beispiel bei den Golden Globes Avatar ziemlich abgeräumt, der dann
bei den Oscars zurecht gelost hat. Zurecht gelost hat, ja. Ja, als nächstes kam bester Schauspieler in einem Drama. Genau. Von Sandra Bullock präsentiert, die Aber die sah diesmal komisch. Nee, diesmal sah sie komisch aus. Also, ich mag die ja sehr, aber weiß nicht. Aber ich hatte das Gefühl, die war wohl gelangweilt oder hatte nicht so geschlust. War so ein bisschen gestelzt. Ja. So. Und die hat sonst so schöne Haare. Ja, und jetzt hat sie so ein komisches Pony, was so in die Augen reingeht oder so. Da denke ich mir immer, das muss doch total komisch sein für Frauen, wenn dann so die Haare so bis in die Augen, wenn du dann die Spitzen der Haare in deinem Augapfel merkst. Ich merke das ja auch, wenn mein Pony zu lang ist und ich dann so denke, Annemarie, du musst zum Friseur. Und dann gehen also die auch nur länger und länger. Und dann kann also auch, kurz bevor du dir dann den Topf wieder aufsetzt. Ja, oder? Genau. Das ist dann aber auch das wirklich unangenehm, weil du kannst ja, wenn du mit Leuten redest, man denkt dann immer selber, man hat die Haare direkt in den Augen und macht die schon automatisch selber aus dem Gesicht dann wieder. Aber sie hat sie ja durchgehalten. Und kannst ja auch ein Spänkchen reinmachen. Ja, das mache ich dann auch. Oder so ein, ich habe so einen sehr schönen Haarreifen. Ja. Also Leute, wenn ihr da Tipps wollt, ne? Also Annemarie kann da so Styling-Tipps geben. Ganz genau. Ansonsten, was das Thema Spangen angeht, da kann meine Tochter auch helfen. Die hat jetzt so einen Frisurenkopf zu Weihnachten geschenkt bekommen. Da macht sie ungefähr, ich weiß nicht, 50 Spänkchen in einen Kopf rein. Ja. Also sieht dann aus wie so ein Metallkopf. Die Dinge sind cool, hatte ich auch mal eins. Hm. Aber wir waren stehen geblieben bei bester Hauptdarsteller. Drama. Genau. Fang du mal an. Nominiert waren Colin Firth mit TH für The King's Speech. Jesse Eisenberg, The Social Network. James Franco für 127 Hours. Ryan Gosling for the movie Blue Valentine. Du bist so doof. And Mark Wahlberg for The Fighter. Yes. So, and the winner. Please tell me. The winner is... jetzt nochmal, jetzt ist jetzt einer neu ins Spiel gekommen, The King's Speech. Also ich muss ja sagen, ich mag den Colin Firth. Ich kann aber auch verstehen, warum der nie richtig einen Preis kriegt. Ich finde ihm seine Rollen zwar immer gut, aber der ist irgendwie nie so richtig massenkompatibel, finde ich. Er spielt zwar immer gut, er ist aber so ein typischer Ensemble-Cast. Also den nimmst du halt mit rein, wenn du ein paar andere Leute hast. Er jetzt als Hauptrolle ist ganz, ganz selten, dass er wirklich mal trägt, finde ich. Der hat mich auch damals begeistert. Damals gab es so ein BBC-Mehrteiler, so eine Miniserie, Pride and Prejudice, also Stolz und Vorurteil mit Jane Austen. Nee, das ganz alte gab es auf BBC. Aber hat er nicht auch bei dem mit Keira Knightley mitgespielt? Der hat dann in der Neuverfilmung nochmal mitgespielt, so. Ja, glaube ich. Aber da gab es damals, da bin ich zuerst auf den aufmerksam geworden und war schon ziemlich gut. Und ich finde es jetzt eigentlich gut, dass er mal was bekommen hat. Finde ich gut. Weil ich habe ihn immer nur sitzen sehen bei irgendwelchen Awardverleihungen, irgendwo unter Nominierten und er hat nie was gekriegt und so. Finde ich gut. Ja. Nee, also ich freue mich auch für den, ich mag den auch und. Die Rede hätte zwar ein bisschen besser sein können. Oh, naja. Als nächstes dann Michael Douglas. Standing Ovations. Da hatten wir am Montag abseits vom Podcast mal ein kleines Gespräch gehabt und zwar, wir waren uns da nicht sicher, hatte der nicht gerade irgendwie eine Krankheit Krebs, durchgestanden? Jetzt gerade. Ah, okay, dann hatte da Alex recht gehabt, okay. Weil wir hatten gerade überlegt, weil ich wusste das nicht und also ja, da hat er doch vielleicht auch deswegen. Irgendwie hat er doch gesagt, weil sie ja alle aufgestanden sind und da hat er irgendwie gesagt, ja, es wäre irgendwie schöner, wenn es irgendwie einfacher wäre. Oder wie hat er denn gesagt? Ich habe es eigentlich so verstanden, so, ach, das ist ja schön, wenn so wenig notwendig ist, um hier so eine Standing Ovation zu bekommen. Oder irgendwie so, also irgendeine Anspielung hat er schon drauf gemacht. Es sah wieder echt gut aus. Also ich weiß jetzt nicht, ob komplett geheilt ist, aber ja, definitiv sah gut aus. Präsentiert bester Film Drama. Drama. Unter anderem nominiert Inception. The Social Network. The Fighter. Black Swan. Und The King's Speech. Was lachst du denn? Weil ich jetzt mal mittendrin angefangen habe. Es war nämlich so, die haben hier in der Liste immer den, der es gewonnen hat, ganz oben hingeschrieben. Deswegen haben wir immer den, der gewonnen hat, schon zuerst vorgelesen. Ich wollte es mal ein bisschen spannend machen. Gewonnen hat The Social Network. Was für eine Überraschung. Schon wieder. Ja. Also ich fand
zu viel für Social Network. Also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich, okay, ja, nee, ich werde es, glaube ich, erst sagen, nachdem ich ihn gesehen habe. Aber so vom Gefühl her, ich mag die David Fincher-Filme ja sowieso. Und ich bin auch einer der wenigen, der Alien 3, Alien 3, mit einem der besten Alien-Teile findet. Und dann natürlich Fight Club oder weiß nicht. Und ich finde, David Fincher hat immer weiter abgebaut. Das war schon bei Panic Room deutlich. Das wurde umso deutlicher dann bei, wie hieß der letztes Jahr, Benjamin Button. Ne? Oh ja, nee, vor 2 Jahren war das und schon. War das vor 2 Jahren? Ja, genau, vor 2 Jahren. Also ich finde auf jeden Fall, der hat, also das, was mir an ihm gefallen hat, ist immer weniger geworden, sagen wir es so. Bei Zodiac schon. Den fand ich aber gut. Es ging halt. Ja, ich nicht. Okay, Robert Downey Jr. Also, Robert Downey Jr. hat eine ziemlich coole Rolle in dem Film, keine Frage. Und der hätte meines Erachtens dafür einen Oscar verdient. Hat er einen gekriegt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ja, Nebendarsteller, oder? Oder? Nee, keine Ahnung. Finden wir auch jetzt nicht raus auf die Schnelle. Ist ja auch hier ein Serienpodcast, ne? Ist ja kein Film. Deswegen müssen wir das nicht wissen. Aber ja, Zodiac und Benjamin Button hat dem Fass echt einen Boden ausgeschlagen, wo ich dachte, Gott, was macht der jetzt für eine Mainstream-Scheiße? Ja, weil das ist sowas von, wow, ich weiß nicht. Und ich kann es kaum glauben, dass er jetzt wirklich, also ich würde es ihm wünschen, aber ich kann es kaum glauben, dass er jetzt wieder zu seiner absolut alten Form zurückfindet, zu einer Form wie The Fight Club, The Game, 7 oder so, weißt du? Ja, aber, ah, aber ja. Also schau dir den Film unbedingt an, der ist wirklich großartig. Also das, es geht um so viele Sachen, das ist jetzt nicht wirklich einfach nur der Facebook-Film, habe ich ja am Anfang immer gesagt, ich gucke nächste Woche einen Facebook-Film und so, aber der ist echt so ein Drama und es geht so tief und über Freundschaft und Machtspielchen, ja, und alles. Also ich finde ihn ganz groß, aber eben Inception war für mich noch größer und deshalb für mich unverdient bestes Drama, bester Film. Aber nicht ganz unverdient, also. Wenn schon nicht Inception, gut, dann wenigstens Social Network. Ich schaue den auf jeden Fall mal an. Und ja, auf also jeden Fall bist du anschauen natürlich auf jeden Fall, aber ich warte, halt dann auf die Blu-ray, dass ich ihn hier bei mir anschauen kann, schön in guter Qualität. Sind wir eigentlich soweit durch? Jetzt kommen wir noch zu den Gewinnern, ja, von unserem kleinen Tippspiel. Es gibt ja jetzt nichts zu gewinnen, jetzt keine physischen Preise oder so. Das machen wir dann beim Oscar-Gewinnspiel, da gibt es wieder was. Ich sage erstmal die leider gar nichts richtig hatten, ja. Obwohl die auch schöne Sachen getippt haben. Leider hat nichts gewonnen dein Freund Bob. Oh. Der, wo ich aber weiß, er kennt sich sehr, sehr gut mit Filmen aus und hat auch einen sehr guten Filmgeschmack. Wahrscheinlich sind Serien nicht ganz was so sein Ding. Getippt, er guckt halt vielleicht so. Wenn er gar nichts hat. Ich gucke erstmal ganz kurz. Ah, eine seiner Lieblingsserien ist zum Beispiel Dawson's Creek. Yeah, kann ich nur unterschreiben. Also ich bin wahrscheinlich, oder Bob, wir sind dann wahrscheinlich die einzigen zwei Kerle, die die Serie gut finden. Falls es noch jemand da draußen gibt, meldet euch mal. Wir gründen mal eine Selbsthilfegruppe. hast du die Serie damals geschaut? Nee, das war vor deiner Nein, Zeit, natürlich. Oder? Doch. Und da kann ich dir gleich eine frohe Kunde, nee, es wird dich wahrscheinlich nicht interessieren. Vox, also Fox mit V, der Free-TV-Sender, bringt ab Februar oder März Dawson's Creek wieder. Aber irgendwann am Morgen. Okay. Ich gucke die manchmal, wenn ich reinzapp, auf dem Schweizer Fernsehen. Da kommt es ohne Werbung. Also SF2 haben wir am Kabel mit eingespeist. Und ansonsten, ach ja, Dawson's Creek und Lost hat er hingeschrieben bei seinen Lieblingsserien. Ansonsten hat er halt getippt, so Bryan Cranston für Breaking Bad, beste Serie Dexter, Elizabeth Moss für Mad Men, beste Serie 30 Rock, Tina Fey für 30 Rock, Alec Baldwin für 30 Rock. Anscheinend gefällt ihm 30 Rock sehr. Mir gefällt 30 Rock auch sehr. Letztes Jahr hätte aber wir wollen jetzt nicht durchgehen. Ja, genau. Wir wollen jetzt nicht durchgehen, was die Leute im Einzelnen getippt haben. Der Eric, ebenso mit C aus Berlin, hat auch 0 Punkte. Ja. Aber sein Lieblingsserie ist Lost, damit hat er schon mal wieder auf sehr gewonnen. Auf jeden Fall. Und der Willems hat auch 0 Punkte. Überraschend. Aber da auch wirklich 30 Rock sehr viel getippt und ja, sein Lieblingsserie zurzeit How I Met Your Mother. Sehr gut. Auf dem, jetzt muss ich kurz rechnen, auf dem 5. Platz teilen sich mehrere Leute. Das sind nämlich alle, die 1 richtig hatten. 1 richtig hatte der Barbados AK aus Göppingen.
der Peter aus Kassel. Hatte ich die nicht mehrmals vorgelesen? Peter aus Kassel, falls du bemerkst, dass ich hier einen Fehler mache, bitte schick mir eine Mail. Ich dachte, ich hätte vorhin zweimal Peter aus Kassel gesagt. Der Richard aus Mainz und der Marco aus Göppingen. Die teilen sich alle den fünften Platz. Ich rechne es nachher nochmal richtig durch, bevor der Blogpost online geht. Also kann es sein, dann steht es dort richtig. Den vierten Platz mit zwei richtigen Punkten teilen sich der Sven aus Plauen. Hier oder Sven, ne? Weißt du? Zwinker, Zwinker. Hier, Six Feet Under und so, ne? Der Martin Kaul aus Dresden, der MK. Das wundert mich fast, weil der hat bei meinem Weihnachtsgewinnspiel alles richtig gehabt. Also der hat, wir hatten ja 24 Adventskalender-Türchen. Hinter jedem war ein Rätsel. Und da gab es halt so Film-Screenshots, ne? Und die mussten halt erraten, aus welchem Film das ist. Und da waren manche echt schwer. Der hat alles richtig. Der hat aber bei der allerersten Runde, wo es nur einen Punkt gab, also beim ersten Türchen, hat er nicht mitgemacht. Deswegen hat er es nicht. Ne? Und jetzt hat er halt hier mal ein bisschen... weniger. Ja, gut, ja, okay, er ist nicht unfehlbar. Er ist nicht unfehlbar. Das nee, ist seine Schwachstelle. Jeder Superheld. Nee, also Martin aus Dresden. Ich hoffe, du hast dir... Das ist dein Kryptonit. ja, Martin, ich hoffe, du hast dir was Schönes geleistet für die... von dem Amazon-Gutschein, den du gewonnen hast, kannst du ja dich melden, was du dir geholt hast. Der Julian aus Wien, auch auf dem vierten Platz mit zwei richtigen, und der Alex aus Düsseldorf. Hey, Alex. Mit seinen zwei richtigen Tipps. Hier. Auf dem, jetzt wird es schon mehr spannend, auf dem dritten Platz mit drei richtigen, der Frederick aus Bochum und der Erik aus Stuttgart. Ha. Okay. Ja, Applaus. Mit vier richtigen auf Platz zwei, mehrere Leute. Der Daniel aus Leipzig. erst das hier. Ach ja, die Sandra, genau, von meinem Sneak-Kollegen Alex, die Freundin. Auch vier Punkte auf dem zweiten Platz. Hört mal das. So, das war der zweite Platz, und Annemarie. Wer fehlt? Wer fehlt? Ja. Die Annemarie. Als einzige, und zwar mit Abstand, ja, weil du hast sechs richtige, es hat keiner fünf richtige, ja, der maximalste hinter dir hat vier richtige, also war echt gut, also deine Tipps. Tja. Du hast ja Dexter, Bryan Cranston, Friends, gut, das war kein Tipp. Friends, meine Lieblingsserie. Katie Seagal, ja, The Big Bang Theory, nochmal Jim Parsons, Big Bang Theory, Laura Linney für Big C, Temple Grandin, ne? Super. Ja, also ich möchte mich, wenn wir es zu gewinnen hätten, hättest du es ja eh nicht gekriegt, ne? Ich möchte mich bedanken bei all meinen Supportern. I would like to thank my mom and dad, the Academy. The Hollywood Foreign Press Association. Wir sind ja gerade bei der Academy, das dann erst im Februar. Genau. Ja, cool. Ja, mein Manager, mein und natürlich meiner Mama und meinen Kindern. And my children, now you can go to bed, wie Sandra Bullock letztes Jahr, oder? Nee, Quatsch. Genau, das war. Die hat doch noch gar kein Kind. Wer war denn das, dessen Kinder dann ins Bett gehen konnten? Nee, die hat, glaube ich, gesagt, hier von ihrer Schwester oder Verwandten sowas. Oder können ins Bett. Irgend sowas. Die Verwandtenkinder, ja. Naja, sind wir durch. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ging ja doch ganz schön lange. Ich habe übrigens gerade parallel, während wir hier gesprochen haben, einen alten Freund am Skype gehabt, den Sebastian S., der früher bei Lost Unlocked mit dabei war. Kennt er ja alle, hoffentlich mal noch. Und der hat geschrieben, er schaut sich gerade die Golden Globes an. Dann habe ich geschrieben, wir machen gerade einen Podcast drüber. Und ja, er ist, glaube ich, auch begeistert von den... und er schreibt hier, ohne dass ich was geschrieben habe, macht mir mehr Spaß als die letzten Oscars. Eine sehr schöne Verleihung. Ja. Kann ich nur empfehlen. Also Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut das mal. Es gibt auch online die Möglichkeit, das nochmal zu schauen. Diverse Mediatheken bieten das an. Guckt es euch ruhig mal an, wenn ihr ein bisschen Filmfan seid. Ist halt für Filmfans was dabei, für Serienfans was dabei. Und es ist eine sehr schöne Stimmung, gibt viel zu lachen. Sehr viel Emotionen auch. Also mich hat es schon ein paar Mal gerührt, so, dass man ein paar Tränchen verdrücken musste. Bei Penny und Sheldon. Na, da auf jeden Fall. Weil ich sogar bei ihm nochmal gucken ging es mir so. Ja, aber. Also, ja.
das wird man bestimmt dann irgendwo mal auf YouTube finden, auch den Schnipsel. Aber ich sag mal, schaut euch mal nicht die Schnipsel auf YouTube an. Da kursiert ja mittlerweile ziemlich viel auch in Blogs, wo irgendwie die Eröffnungsrede und das. Schaut euch wirklich das ganze Ding mal im Ganzen an. Und ihr könnt es ja in den Mediatheken oder, weiß nicht, irgendwo werbefrei runterladen. Und dann könnt ihr es wirklich mal im Stück gucken. Dann sind das auch nicht 6 Stunden oder so, sondern sind es eben nur irgendwie 2, 2,5 oder 3. Oder, nee, 3 ging es eigentlich mit Werbung. Also nicht länger als 2 Stunden. Also viel, viel weniger. Sagen wir so, die langweiligen Sachen können wir dann nur vorspulen. So ein paar Reden, wo er schon denkt, interessiert mich eh nicht. Sorry, ich habe noch was. Und zwar hatte ich nämlich in der aktuellsten Ausgabe von Fortsetzung folgt, hatte ich mal so in den Kommentaren gefragt oder habe ich geschrieben, dass wir eine Sonderfolge aufnehmen wollen zu den Golden Globes. Da habe ich so gefragt, was die Leute so davon halten. Da hat auch der Freund Bob geschrieben, ich habe Glee geschaut, weil ich ein fantastischer und verantwortungsvoller Hörer bin. Ich habe ihn schon zu unserem besten Hörer auserkoren. Ich habe es ihm schon mitgeteilt. Und irgendwie hat es mich positiv überrascht mit ihrem Kitsch und Schmalz. Overkill widert mich die Serie sehr an. Die Musik macht eine große Kurve um meinen persönlichen Geschmack und Highschool-Serien mit Mädchen als klare Zielgruppe kann ich für gewöhnlich auch gar nichts anfangen. Aber irgendwie war ich schon trotzdem toll unterhalten bei den beiden Folgen. Ein paar der Charaktere sind mir schon sympathisch. Ich musste oft schmunzeln und es ist alles auch einfach sehr gut umgesetzt. Vielleicht schaue ich nächste Woche sogar weiter. Verrückt. Mein Highlight der Golden Globes war ganz klar Ricky Gervais. Was der an Spitzen gegen Robert Downey Jr., The Tourist, Tim Allen und so weiter gezeigt hat, war mehr als großartig. Das dürfte in dem Saal einigen auf den Magen geschlagen haben. Überrascht war ich, dass das Social Network so abgeräumt hat. Klar, ein sehr guter Film, aber bestes Drama und dafür Inception ohne einzige Auszeichnung. Schon fragwürdig, da stimme ich dir vollkommen zu. Und dass Johnny Depp als bester Darsteller für seine paar Minuten in Alice in Wonderland nominiert wurde, ist ja wohl mehr als ein schlechter Scherz. Bei den Serien war ich auch sehr überrascht, dass Glee und Boardwalk Empire im ersten Jahr die Preise eingesackt haben. Noch 2 meiner Lieblingssprüche der Veranstalter, Robert De Niro zu Matt Damon, You were great in The Fighter und Toy Story 3 Macher zu Justin Bieber und seiner Begleitung, Were you even born when the first Toy Story came out? Und dann hat er noch so ein Bild gepostet, so ein animiertes GIF, wo die Natalie Portman sagt hier, dass die irgendwie die Mila, wer war das, Mila Kunis? Nicht richtig? Irgendwie, dass es süße Lippen hat oder so. Ja, genau, Mila Sweet Lips Kunis und dann sieht man sie da so, das haben sie dann hier so als animiertes GIF. Ja, was anderes ist leider nicht eingegangen, auch keine Audioboos. Wahrscheinlich habt ihr es alle nicht geguckt oder es hat euch nicht interessiert, keine Ahnung. Ansonsten hören wir uns dann demnächst wieder. Wir haben schon die nächste Folge in Planung für Fortsetzung folgt mit sehr interessanten Serien. Lasst euch da mal überraschen. Ihr könnt wie immer Audioboos schicken, www.audioboo.fm. Einfach die Anweisung auf dieser Seite befolgen und als Tag, also quasi als Stichwort für den Audioboo, gebt ihr einfach Fortsetzung ein. Dann kommt das automatisch bei uns an, dann macht es bling-blong wie eine E-Mail und die Audiodatei kommt sofort an. Oder ihr schickt ganz normal, ihr nehmt die Audiodatei auf und schickt sie per E-Mail an look@fortsetzungvolk.net. Die Adressen findet ihr auch alle auf der Webseite. So, Annemarie, hast du noch abschließende Worte? Nein. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ich wünsche eine schöne Woche. Bis demnächst. Tschüssi. Tschüss. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, Ich hab dir zugehört. Weißt du, dass ich das sehe? Schalt's halt. Video mal aus. Da kann ich hier Quatsch machen. Oje. Wir müssen es eigentlich so machen. Einer sagt Fortsetzung und der andere sagt Volk. Das wirkt dann richtig cool. Machen wir beim nächsten Mal. Achso, gucken wir doch gleich mal, was war das beste Nebendarsteller-Drama? Genau. Ne? Ich gucke gleich mal in unser Tippspiel. Das war doch Film, das haben wir doch gar nicht getippt. Beste. Ach, natürlich, ja. Gut. Ich suche jetzt hier schon die ganze Zeit. Covered Affairs. Ja. Wissen wir jetzt nicht so, worum es da geht, oder? Nee. Vielleicht kann man ja irgendwas rausschneiden. Schneid das mal raus. Hier wird nichts geschnitten. Genau. Wer war nominiert? Alec Baldwin für 30 Rock? Nee. Nebendarsteller. Doch. Du bist jetzt bei Darsteller. Oh, sorry. Ich habe hier so viele Kategorien. Ja. Beste Nebendarsteller Serie? Nee, Quatsch. Warte mal. Soll ich sagen? Ich hab's auch auf. Was suchst du erst? Das bei mir so klein gezoomt, damit ich alles auf einen Bildschirm krieg hier in meiner Tabelle.
Beste Serien, meine Haupt. Jetzt nochmal. Jetzt muss ich mir das selber mal vorlesen. Warte mal. Beste Serien, Hauptdarsteller. Das nicht. Beste Serie, Komödie, nein, auch nicht. Beste Serien, Hauptdarsteller, auch nicht. Beste Serien, Hauptdarstellerin, auch nicht. Beste Miniserie oder Fernsehfilm, nein. Bester Hauptdarsteller, Miniserie. Bester Haupt. Hä? Hab ich irgendwas doppelt hier? Du hast es doch auch bei uns getippt, ne? Ja. Wo ist denn die Kategorie, an welcher Stelle? Ich glaube, die war ziemlich weit unten. Aber ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Bester Nebendarsteller, Mini... Ja, Minis. Genau. Ach so, ich dachte, das hatte irgendwas mit Komödie oder Musical. Nee, das war ja das Ding. Bester Nebendarsteller gibt es nur Serie, Miniserie und Fernsehfilm. Also das ist eigentlich eine sehr anspruchsvolle Kategorie, wie ich finde. Dann lass uns hier mal wieder einstecken. Also... Jeffrey Rush, ja. Also bester Serienhauptdarsteller hier. Nee, aber Miniserie. Nee. Ach, Miniserie, ah. Ja, okay. Richtig? Richtig? Was? Sorry, ich habe jetzt gerade als nächstes kam beste Hauptdarstellerin, TV-Serie, Komödie oder Musical? Dann habe ich dich gefragt, ob es richtig, ob ich auf der richtigen Seite bin. Moment, ich muss mal ganz kurz nachschauen. Ja, das war jetzt der Wink mit dem Zaunsfall an dich. Was war das beste Serien-Nebendarsteller, ne? Bester Nebendarsteller, ne? Hauptdarsteller. Serien-Hauptdarsteller, Drama, nee. Bester Serien. Komödie, wenn dann. Bester Serien-Hauptdarsteller, Komödie oder Musical. Gott, das ist echt kompliziert. Oh, der Williams hat doch einen Punkt. Wie konnte ich das übersehen? Jesus. Hat da dein System versagt? Ja, ich habe vorhin nur schnell, du weißt ja, als ich hier andere Tücken mit den Tücken der Technik zu kämpfen hatte, nicht mit den eigenen, habe ich hier nebenbei diese Auswertung gemacht. Also, der Williams hat The Big Bang Theory getippt. Jawohl, sein einziger Punkt. Nee, das hat er aber clean gewonnen. Ach so, na gut, dann hat er es doch nicht. Ah, verdammt. Einmal mit Profis arbeiten. Jawohl. Hast du es? Nein, noch nicht. Ja, ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören hier bei Lost Unlocked. Nein. Schreibt uns mal eure... Ah, halt, stopp. Nicht Lost Unlocked. Stopp. Und zwar, jetzt fällt mir alles ein, hier so Treppensachen hier, was einem auf der Treppe einfällt, nachdem er die Party verlassen hat. www.fortsetzungfolgt.net Bis bald im Kinocast.